So, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist 9:55. Ich würde damit gerne die Sitzung des Innenausschusses, die öffentliche Anhörung, eröffnen. Es ist unsere 16. Sitzung. Ich darf Sie alle ganz herzlich heute Morgen begrüßen. Mein Name ist Andrea Lindholz. Ich bin die Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat und werde die Sitzung heute leiten. Ich bedanke mich zunächst mal bei allen Sachverständigen, die heute gekommen sind und uns zur Verfügung stehen, teilweise auch schon Berichte jetzt vorab an uns übersandt haben und sich dann auch heute noch den Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenausschuss und auch mitberatender Ausschüsse stellen. Ich begrüße auch ganz herzlich für die Bundesregierung den parlamentarischen Staatssekretär Günter Krings. Die Sitzung wird wie üblich im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen. Und es wird auch wie üblich ein Wortprotokoll von der heutigen Anhörung mittels einer Bandabschrift gefertigt. Das Protokoll wird Ihnen zur Korrektur übersandt. Im Anschreiben werden Ihnen dann auch die Details zur weiteren Behandlung mitgeteilt. Die Gesamtdrucksache bestehend aus dem Protokoll und der schriftlichen Stellungnahme wird im Übrigen wie immer auch ins Internet eingestellt. Als Zeitablauf oder als Zeitfenster haben wir heute eingeladen für 10 bis 12 Uhr. Auch bei dieser Anhörung werde ich wieder den Sachverständigen die Gelegenheit geben, zunächst in 5 Minuten zum Beratungsgegenstand Stellung zu beziehen. Anschließend treten wir dann in die Fragerunde der Fraktionen ein. Die Fragesteller bitte ich dann auch wiederum direkt mitzuteilen, an wen Sie, an welchen Sachverständigen Sie Ihre Fragen richten wollen. Die Obleute hatten sich, und das gilt dann auch für diese Anhörung, einvernehmlich darauf verständigt, dass wir immer nach der bewährten Regel verfahren. Jeder Fragesteller richtet entweder 2 Fragen an einen Sachverständigen oder 1 Frage an 2 Sachverständige. Und dann wird unmittelbar geantwortet und dann kommt die nächste Fraktion dran. So, es regt sich kein Widerspruch, alle einverstanden. Dann würde ich jetzt in alphabetischer Reihenfolge beginnen, wobei ich nur kurz anmerken darf, dass Herr Kreschzig ungefähr 1/2 Stunde später eintreffen wird. Wir beginnen jetzt mit Herrn Professor Dr. Brenner. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will ganz kurz auf den Inhalt des Gesetzentwurfs, auf die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen eingehen, bevor ich dann eine verfassungsrechtliche Bewertung des Gesetzesvorschlages vornehmen will. Wir reden also hier über die Tatsache, dass den Parteien für das Jahr 2017 eigentlich aus der staatlichen Parteienfinanzierung ein Betrag in Höhe von 188 Millionen Euro zugestanden hätte. Das ist der sogenannte relevante Additionsbetrag. Aufgrund der in § 18 Absatz 2 und § 19a Absatz 5 des Parteiengesetzes enthaltenen sogenannten absoluten Obergrenze reduziert sich dieser Betrag aber auf 161 Millionen Euro. Das heißt also, dass die Parteien aufgrund dieser absoluten Höchstgrenze etwa 27 Millionen Euro weniger bekommen, als ihnen eigentlich zustehen würde. Die Frage stellt sich mit Blick hierauf, was die verfassungsrechtlichen Leitlinien sind, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat und die dann eine Bewertung dieses Gesetzesvorschlags ermöglichen. Das Gericht hat vor allem in seiner Parteienfinanzierungsentscheidung, die Ihnen allen ja bekannt ist, klargestellt, dass eine vollumfängliche Alimentierung der Parteien durch den Staat mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Das hat das begründet mit der Gewährleistung der Unabhängigkeit der Parteien. Die Parteien sollen sich also im gesellschaftlich-politischen Bereich bewähren und nicht gewissermaßen am Tropf des Staates hängen. Gleichwohl hat das Gericht gesagt, dass eine staatliche Finanzierung, die aber immer nur eine Teilfinanzierung sein kann, nicht ausgeschlossen ist, vom Grundgesetz nicht ausgeschlossen ist. Das heißt, der Staat zeigt also auch sein Interesse an den Parteien und macht durch diese staatliche Teilfinanzierung deutlich, wie wichtig die staatliche Parteienarbeit ist, wie wichtig dem Staat die Parteienarbeit ist, zumal sie ja auch in Artikel 21 des Grundgesetzes niedergelegt ist. Und diese Rechtsprechung ist durch 2 Leitplanken gekennzeichnet. Die relative Obergrenze,
Danach dürfen die staatlichen Zuwendungen an eine Partei die Summe ihrer selbst erwirtschafteten Einnahmen nicht überschreiten. Und zum anderen ist die zweite Leitplanke die schon erwähnte absolute Obergrenze. Das heißt also, die Summe der staatlichen Zuwendungen an die Parteien darf eine bestimmte im Gesetz niedergelegte absolute Obergrenze nicht übersteigen. Diese absolute Obergrenze ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, kann man eigentlich sagen, permanent erhöht worden. Ist also jetzt nicht so ein Haruck-Verfahren. Wir hatten 2002 eine absolute Obergrenze in Höhe von 133 Millionen Euro. Die ist dann für das Jahr 2011 auf 141,9 Millionen Euro angehoben worden. 2012 betrug sie 150 Millionen, 2017 161 Millionen. Und aufgrund der im Gesetz enthaltenen Indexierung beträgt der Betrag dieser absoluten Höchstgrenze für das Jahr 2018 165 Millionen. Was sind nun die Kriterien für eine Änderung oder eine Anpassung dieser absoluten Höchstgrenze? Das Bundesverfassungsgericht hat einige Punkte in der Parteienfinanzierungsentscheidung aufgeschlüsselt. Ich will vor allem zwei hervorheben. Es hat das Gericht formuliert, dass eine einschneidende Veränderung der bestehenden Verhältnisse konstatiert werden muss, damit eine Erhöhung der absoluten Höchstgrenze in Betracht kommt. Es hat aber zugleich auch gesagt, dass diese Höchstgrenze dafür sorgen können muss, dass die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Parteien gesichert werden muss. Und zudem hat es klargestellt, dass die Mittel von den Parteien nicht selbst aufgebracht werden können. Und wenn man mit Blick auf diese Kriterien nun durchdekliniert, ob vor allem die Rahmenbedingungen für die politische Betätigkeit, für die politische Tätigkeit der Parteien sich geändert haben, und wir reden ja hier immerhin über etwa 25 Jahre, die das Parteienfinanzierungsgesetz Urteil des Bundesverfassungsgerichts alt ist, dann meine ich, kann man sehr wohl konstatieren, dass sich zwischenzeitlich grundlegende Veränderungen der Rahmenbedingungen für die politische Arbeit der Parteien ergeben haben. Ich will einige wenige Punkte hervorheben, immer vor dem Hintergrund des Artikels 21 Absatz 1 des Grundgesetzes, der den Parteien ja zur Aufgabe macht, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Wir müssen konstatieren, dass sich seit diesem Parteienfinanzierungsurteil eine Vielzahl neuer und vor allem finanzintensiver Aufgaben ergeben haben. Stichwort hier etwa Cyberangriffe, Stichwort hier etwa Abwehr von solchen Ausspähaktionen, Abwehr von Angriffen von Hackern. Diese ganzen Abwehrmaßnahmen, denen sich die Parteien genauso ausgesetzt sehen wie der Deutsche Bundestag im vergangenen Jahr, diese ganzen Aufgaben haben eine Vielzahl von finanziellen und auch personellen Aufwendungen zur Folge. Errichtung von Büros zur Bekämpfung solcher Ausspähaktionen, Anschaffung des entsprechenden Equipments und vieles mehr. Dann muss den Parteien zweitens das Recht zugestanden werden, auch auf sogenannte falsche Nachrichten, diese Fake News, die ja zum Teil bewusst gestreut werden, angemessen reagieren zu können. Vor allem in Wahlkampfzeiten mag das eine besondere Bedeutung erlangen. Auch die Möglichkeit kostet Geld. Ein dritter Punkt ist die Digitalisierung einer Vielzahl neuer Kommunikationswege. Ich war im vergangenen Jahr Mitglied des Bundeswahlausschusses und konnte dort selber erleben, dass eine Vielzahl der politischen Vereinigungen, die sich beworben haben für die Teilnahme an der Bundestagswahl, ihre politischen Aktivitäten dargelegt haben unter Bezugnahme auf Aktivitäten im Netz, im Internet. Das war also ganz auffällig, dass viele Parteien argumentiert haben, wir sind in der virtuellen Welt ganz präsent, wir haben eigene Kanäle, eigene YouTube-Kanäle. Wir haben die Notwendigkeit, permanent unsere Homepages zu aktualisieren. Wir müssen in den sozialen Medien permanent präsent sein. Und das ist auch eine neue Funktionsbedingung, die zum Zeitpunkt des Urteils des Bundesverfassungsgerichts noch nicht zu konstatieren war und die eben auch sehr finanzintensiv ist. Das kostet alles Geld. Und schließlich haben wir dann auch noch neue Formen basisdemokratischer Partizipation, eine Vielzahl von Parteitagen, eine Vielzahl von partizipativen Mitwirkungsformen in den Parteien. Auch das kostet Geld, ist aber natürlich zu unterstützen, weil das auch der Verankerung und der Verwurzelung der Parteien in der Bevölkerung dient. Wenn man also diese vier genannten Aspekte zusammennimmt, dann meine ich, ist der Schluss sehr wohl gerechtfertigt, dass die Bedingungen, die das Bundesverfassungsgericht formuliert hat, für eine Anhebung dieser absoluten Höchstgrenze erfüllt sind. Die Parteien müssen die Aufgaben auch im Jahr 2018 unter diesen geänderten Rahmenbedingungen erfüllen können. Und dazu zählt eben auch eine Erhöhung
dieser absoluten Höchstgrenze. Insbesondere, das darf vielleicht auch noch erwähnt werden, führt diese Erhöhung der Höchstgrenze ja nicht zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien. Die Parteien sitzen ja deswegen nicht am finanziellen Band des Staates. Sie müssen ja nach wie vor mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen durch Spenden, durch Mitgliederbeiträge und Ähnliches erwirtschaften. Also der Vorwurf, dass die Unabhängigkeit der Parteien gefährdet wäre durch eine solche Erhöhung der Obergrenze, der geht in die Leere. Und dann, das soll mein letzter Punkt sein, muss vielleicht auch gesagt werden, dass unserem freiheitlichen Staat die Parteienlandschaft etwas wert sein muss. Artikel 21 formuliert ja die Verpflichtung der Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Und das heißt auch, für die Sicherung, für die Aufrechterhaltung der freien demokratischen Grundordnung einzutreten. Und ich meine, dass diese Aufgabe dem Staat durchaus 190 Millionen Euro im Jahr wert sein soll und auch wert sein muss. Und wenn man die absolute Höhe betrachtet, 190 Millionen, so hat mein Düsseldorfer Kollege Martin Morlock diese Summe in der Presse, wie ich meine mit Recht, als doch recht bescheiden bezeichnet. Man könnte, das vielleicht noch ein kleiner Abschluss oder eine kleine Empfehlung an den Gesetzgeber, vielleicht noch eine sprachliche Klarstellung vornehmen. Das Ganze soll ja ab dem Jahr 2019 gelten. Um aber sicherzustellen, dass das auch tatsächlich umgesetzt werden kann, würde ich vorschlagen, dass die Formulierung entsprechend geändert wird und dieser § 18 Absatz 2 wie folgt formuliert wird: Das jährliche Gesamtvolumen staatlicher Mittel, das allen Parteien höchstens ausgezählt werden darf, beträgt, und jetzt kommt die Ergänzung, für die im Jahr 2019 vorzunehmende Festsetzung 190 Millionen Euro. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. So, dann kämen wir zu Herrn Dr. Koos. Vielen Dank. Ich möchte voranschicken, dass ich die Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung für ein durchaus diskussionswürdiges Anliegen halte. Die prozedurale Umsetzung dieses konkreten Reformvorschlags und auch seine inhaltliche Ausgestaltung lassen bei mir allerdings eher den Eindruck entstehen, dass die Koalitionsfraktionen nach dem Motto verfahren, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir die Anstrengungen. Warum ist das so? Auf der prozeduralen Ebene habe ich zwei Dinge zu beanstanden, nämlich eine Hinwegsetzung über informelle Normen, die eigentlich im Bereich der Parteienfinanzierung und auch im Bundestag so vorherrschen. Da ist zum einen die Regel, dass die informelle, das sei explizit gesagt, die Regel, dass seit 1966 substanzielle Reformen der Parteienfinanzierung eigentlich immer im Einvernehmen zumindest der etablierten Parteien, also im Bundestag vertretenen koalitionswilligen Parteien, vorgenommen werden. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Es gibt großen Widerstand. Das Ganze ist sehr kurzfristig, sagen wir mal, angesetzt worden. Und es gibt für mich keine Anzeichen, dass sich die Mühe gemacht wurde, diese Erhöhung, diese substanzielle Erhöhung um 18% der staatlichen Parteienfinanzierung vorher mit anderen Parteien, die nicht an der Regierung vertreten sind, zu besprechen. Ganz ähnlich verlief das Verfahren dann auch im Bundestag, wo die Regel doch ist, dass parlamentarische Geschäftsführer Benehmen herstellen über die Tagesordnung. Das Ganze ist aber am Dienstagabend durch die Süddeutsche Zeitung bekannt geworden. Donnerstag meines Wissens oder erst am Freitag dann aufgesetzt worden auf die Tagesordnung per Mehrheitsbeschluss. Es gab da also auch wieder keinerlei informelles, auch nur dem Versuch, ein informelles Einvernehmen über diese ja mit einer Erhöhung von 18% doch recht substanzielle Reform herzustellen. Auf der inhaltlichen Ebene muss ich bei allem Respekt sagen, dass ich die Begründung nicht nachvollziehen kann. Wenn diese Digitalisierung von Parteien so wahnsinnig finanzträchtig ist, dann frage ich mich doch, warum das die Oppositionsparteien nicht auch merken und da eben auch Geld investieren müssen. Das scheint zumindest dem Vernehmen nach hier nicht der Fall zu sein. Also stehen da CDU, CSU und SPD recht allein mit ihrem Finanzproblem, das möglicherweise ganz andere, aber darüber möchte ich nicht spekulieren, Ursachen hat. Gleichzeitig stellt sich doch eigentlich eine Kampagne in den sozialen Medien als recht finanziell zumindest günstig dar. Sonst würde jetzt die AfD wahrscheinlich nicht im Bundestag sitzen, weil die hatte jetzt nicht so wahnsinnig viel staatliches Geld, um in sozialen Medien auf eine Art und Weise, die man sehr kritisch diskutieren kann, ja, aber eben erfolgreich zu sein. Das könnten andere Parteien auch, ohne dafür staatliches Geld in großem Umfang
Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig würden Parteiorganisationen tatsächlich, was man ja aus dem Antrag auch, der da ja nicht, sagen wir mal, vollkommen explizit und klar ist, das kann man aber auch rauslesen, würde das Geld verwendet werden, um Parteiabläufe, interne Abläufe zu modernisieren, zu beschleunigen, dann stellt sich für mich die Frage, warum man diese Effekte nicht auch nutzt, um mehr Transparenz in der Parteienfinanzierung herzustellen. Und da bin ich bei meinem zweiten hauptinhaltlichen Punkt, den ich moniere an dem Gesetzesentwurf. Es gibt einfach den Eindruck, dass hier nur ein Nehmen stattfindet, aber überhaupt kein Geben. Die substanzielle Erhöhung ist nicht flankiert durch irgendwelche begleitenden Reformen, die Transparenz in der Parteienfinanzierung erhöhen. Ich will nur zwei hier explizit ansprechen, die von der Group of States Against Corruption, GRECO, des Europarats seit 2009, also seit 9 Jahren, permanent angemahnt werden, nämlich eine Behandlung des Sponsorings analog zu Parteispenden, sodass man einfach sieht, wer sponsert Parteien, gleichzeitig eine Absenkung der Obergrenze, ab der Parteispenden unverzüglich auf der Homepage des Bundestags eingesehen werden können. Da sagen insbesondere die großen Parteien immer, das können wir nicht, bei uns geht noch der Kassierer mit dem Klingelbeutel rum und das ist dann alles schwierig. Sollte das nicht denn durch diese Digitalisierung, die hier versucht wird, sich mal ändern, dann ist es doch technisch vielleicht möglich. Und dann strengt sich der Eindruck auf, dass der Wille fehlt und nicht die Möglichkeit. Ich komme zum Schluss. Zynisch könnte man ja sagen, dass Sozialwissenschaftler eigentlich eher Bücher schreiben als Bücher lesen, aber es gibt tatsächlich ein Buch, das all meine Kollegen gerade lesen. Das heißt, wie Demokratien sterben, haben zwei Kollegen aus Harvard geschrieben. Und die bezeichnen in diesem Buch eigentlich die Bereitschaft der etablierten Parteien, sich nicht mehr an informelle Regeln zu halten, sondern mit, wie sie es nennen, harten Bandagen zu spielen. Als einen ganz wichtigen Punkt auf dem Weg, ich will nun wirklich nicht gleich hier den Demokratieverfall in Deutschland prophezeien, überhaupt nicht, aber als einen ganz wichtigen Schritt auf einem Weg, wo dann auf einmal demokratische, harte Institutionen unterminiert werden. Und genau diese Bereitschaft, harte Bandagen zu zeigen, anzuwenden, den entdecke ich hier in dem Gesetzentwurf und deswegen sehe ich ihn überaus kritisch. Vielen Dank. So, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Frau Dr. Merten, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Das ist einmal natürlich die Anhebung der sogenannten absoluten Obergrenze, was sicherlich der größere Punkt in dem Gesetzentwurf ist. Ich möchte aber auch dann am Schluss noch mal ein bisschen was zu sagen zu den Änderungen im Wahlgesetz, die das ja auch noch enthält, so als Beigabe, aber vielleicht auch noch den einen oder anderen wichtigen Punkt bringen. So, wenn man sich jetzt die absolute Obergrenze anschaut, wir haben ja schon die Ausführungen dazu gehört, darauf kann ich dann noch mal verweisen. Da möchte ich vielleicht noch mal einen Punkt setzen. Und zwar ist der Gesetzgeber ja im Jahre 2015 hingegangen und hat die Beträge des Wählerstimmen und des Zuwendungsanteils, den die politischen Parteien bekommen, heraufgesetzt und dynamisiert, also indexiert, hat aber die gesamte Obergrenze, also die absolute Obergrenze, nicht weiter angehoben. Und das führt natürlich jetzt zu der Problemlage auch. Das erklärt vielleicht noch mal das eine oder andere, dass diese absolute Obergrenze außerhalb des der Preisentwicklung jetzt angehoben werden muss, ist einfach dem geschuldet, dass wir jetzt eine extreme Kürzung haben. Also vor dieser Erhöhung dieser Wählerstimmen und Zuwendungsanteile, ich habe das nochmal nachgeschaut, gab es einen Kürzungsbetrag von etwa 7 Millionen. Danach waren es dann schon 37 Millionen an Kürzungsbetrag durch die absolute Obergrenze. So, und die im Parteiengesetz aus Transparenzgründen natürlich genannten oder wie der Gesetzentwurf es sagt, ausgelobten Beträge für den Wählerstimmen und den Zuwendungsanteil spiegeln somit tatsächlich die gezahlten Beträge nicht mehr wider, weil es angesichts der absoluten Obergrenze zu den erheblichen Kürzungen kommt. Aus Gründen der Rechtswahrheit und der Rechtsklarheit ist es daher durchaus angebracht, dieses Missverhältnis zu beheben. Aber damit stellt sich natürlich die Frage, ob der Gesetzgeber nun völlig frei darin ist, mit den gesetzgeberischen Mehrheiten die Obergrenze anzupassen. Dazu hat Herr Professor Brenner ja schon einige Ausführungen gemacht. Das Grundgesetz sagt, die Parteien müssen staatsfrei sein, also wir brauchen eine Staatsfreiheit. Und dies schließt eine staatliche Finanzierung der Parteien für die allgemeinen ihnen nach dem Grundgesetz und dem Parteiengesetz aufgegebenen Anforderungen nicht aus. Gleichzeitig setzt es aber enge Grenzen. Das ist nochmal wichtig. Fraglich ist, ob diese Grenzen durch die geplante Anhebung der absoluten Obergrenze außerhalb des Preisindexes, der ist ja im Gesetz drin,
überschritten sein könnten hier mit diesem Verfahren. Die Normierung der absoluten Obergrenze geht unmittelbar auf die letzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zurück zur Parteienfinanzierung im Jahre 1992. Und das Gericht folgerte aus dem verfassungsgerichtlichen Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien, dass die Selbstfinanzierung der Parteien zunächst einmal Vorrang hat vor der Staatsfinanzierung. Ganz wichtiger Punkt. Also Selbstfinanzierung ist absolut vorgängig. So, der Staat dürfte den Parteien nicht mehr zuwenden, als sie unter Beachtung des Gebots der sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Der Umfang muss sich auf das beschränken, was zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Parteien unerlässlich ist. Auch zum Verfahren hat das Verfassungsgericht etwas gesagt, nämlich zu den Erhöhungsmöglichkeiten. Dazu macht es Vorgaben, denn, und ich zitiere, gewönne der Bürger den Eindruck, die Parteien bedienten sich aus der Staatskasse, so führe dies notwendig zu einer Verminderung ihres Ansehens. Das, was gerade auch schon angeklungen ist. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen ist wesentlicher Bestandteil einer parlamentarischen Demokratie, was Herr Groß gerade ausgeführt hat. Eine Anpassung mit Rücksicht auf Veränderungen des Geldwertes durch die Indexierung hat das Bundesverfassungsgericht dabei bereits selbst angeregt im Urteil. Der Gesetzgeber hat davon Gebrauch gemacht, wie auch schon gesagt wurde. Zunächst durch Anhebung der Gesamtsumme um die Preisindexierung und als letztes durch die automatische Indexierung. Soweit ist der Gesetzgeber dem Urteil gefolgt. Erhöhungsmöglichkeiten außerhalb der Entwicklung des Preisindexes sieht das Bundesverfassungsgericht dann, wenn sich die Verhältnisse entscheidend geändert haben. Unter welchen Voraussetzungen von einer einschneidenden Veränderung auszugehen ist, ist eine Wertungsfrage, die zuallererst in den Händen des Gesetzgebers liegt. Das ist auch ganz klar. Der hat dabei sicherlich einen nicht unerheblichen Beurteilungsspielraum. Da aber dem Gesetzgebungsverfahren in diesem Bereich regelmäßig das korrigierende Element gegenläufiger politischer Interessen, so Zitat des Bundesverfassungsgerichtes, lege es nahe, dem durch die Einschaltung objektiver Sachverständiger abzuhelfen. So hat es das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vorgeschlagen. Diese Möglichkeit eröffnet auch das Parteiengesetz im Übrigen, nämlich in § 18 Absatz 6 ausdrücklich. Diese Empfehlung ist auch dem letzten Bericht der unabhängigen Sachverständigenkommission, der einige Jahre schon zurückliegt, im Jahre 2000 war es, zu entnehmen. Ist also eine einschneidende Veränderung, eine Anhebung der Obergrenze grundsätzlich nicht zu beanstanden, so ist der Gesetzgeber dennoch nicht gänzlich frei. Die Funktionsfähigkeit der Parteien, der Vorrang der Selbstfinanzierung vor der Staatsfinanzierung und die Art und Weise des Verfahrens, und das ist ein wesentlicher Punkt, sind die grundsätzlichen Determinanten, an denen sich der Gesetzgeber orientieren muss, an dem er schauen muss, wie er das Verfahren durchführt. So, jetzt komme ich noch kurz auf die Begründung der Anhebung, warum höhere Kosten entstanden sind. Dazu haben wir schon einiges gehört. Mein Punkt wäre an der Stelle noch, dass man auch darüber diskutieren muss, dass wir viele dieser Verfahren, die jetzt mehr Geld kosten, im Parteiengesetz so gar nicht wiederfinden. Das heißt, wir müssten an sich zunächst einmal darüber diskutieren, inwieweit diese Formen der neuen Beteiligungen im Parteiengesetz überhaupt etabliert werden können. Denn solche Dinge wie basisdemokratische Formen der Willensbildung ist nicht eindeutig geregelt im Parteiengesetz. Also dort haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, das durchzuführen bei Parteiverschmelzungen. So sagt es jedenfalls § 6 Absatz 2 Nummersatz. Also die Ermöglichung basisdemokratischer Abstimmungen müsste eigentlich erstmal normiert werden im Parteiengesetz. Man kann nicht erst das Geld dafür haben wollen, aber dann eigentlich nicht die Möglichkeiten schaffen. Stichwort ist auch internetgestützte Parteitage, Online-Parteitage. Also diese Diskussionen müssten geführt werden, um das vielleicht auch entsprechend umzusetzen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt ganz kurz nur. Die Änderung im Wahlgesetz, da haben wir ja einmal die Anpassung der staatlichen Mittel für parteilose Kreiswahlvorschläge von 2,80 Euro auf jetzt dann 3,23 Euro. Die Erhöhung ist notwendig, fällt allerdings nicht zu üppig aus.
darüber kann man auch wieder diskutieren. Anzumerken sei an dieser Stelle aber, dass der Verlust an Transparenz einerseits durch die Verweisungstechnik, andererseits durch die Indexierung natürlich entsteht. Das heißt, wir haben keine Beträge mehr im Gesetz drinstehen. Zweiter Punkt an der Stelle wäre noch, diese Mittel werden dann ausgezahlt an diese unabhängigen Bewerber ohne jegliche Verpflichtung der Rechenschaft über die Mittel. Also es ist keine Verpflichtung, da Rechenschaft zu legen über die Mittel. Das heißt, man weiß gar nicht, woher kommen die Mittel eigentlich? Sind die alle selbst aufgebracht? Welche Spender stecken dahinter? Welche Spendenhöhe oder wie werden diese Kandidaten finanziert? Das hätte man oder sollte man vielleicht noch mit regeln. Der zweite Punkt im Europawahlgesetz, auch hier die Anpassung, da kann ich nach oben verweisen. Aber hier haben wir eine Rechnungslegungspflicht. Im Unterschied zum 49b regelt das Europawahlgesetz. Das heißt, da wird verwiesen auf die Bestimmungen des Parteiengesetzes. An der Stelle könnte man aber vielleicht auch noch mal darüber diskutieren, ob man nicht vielleicht diese Vereinigungen mit unter dem Begriff des Parteibegriffs des Paragraphen 2 des Parteiengesetzes nehmen müssen. Also diese Diskussion aufgreifen, inwieweit denn es noch richtig sein kann, dass wir diese Vereinigungen aus dem Parteienbegriff des Paragraphen 2 herausnehmen. Wenn wir sie mit reinnehmen würden, wie auch die kommunale Ebene, dann würden wir uns da vielleicht einige Problematiken sparen. Herzlichen Dank. So, dann kämen wir zu Herrn Professor Dr. Schachtschneider, bitte. Danke. Wir leben im Parteienstaat. Er hat durchaus demokratische Elemente, nämlich die Wahlen. Aber Wahlen alleine reichen nicht, um dem demokratischen Prinzip zu genügen. Das Wahlsystem müsste bürgernäher sein, insbesondere die Kandidatenaufstellung. Notwendig, um Deutschland eine Demokratie zu nennen, sind plebiszitäre Elemente, die ja im Grundgesetz angezeigt sind, denn die Staatsgewalt soll nicht nur durch Wahlen, sondern auch durch Abstimmungen ausgeübt werden. Auf Bundesebene sind die bisher immer vermieden worden. Insbesondere ist die Integration Deutschlands in die Europäische Union nicht gerade eine Stärkung des demokratischen Prinzips. Ganz im Gegenteil, die Europäische Union hat ein unüberholbares demokratisches Defizit. Vor diesem Hintergrund ist die Parteienfinanzierung zu diskutieren. Es geht nicht, den Parteienstaat zu rechtfertigen mit dem Begriff, Deutschland sei eine repräsentative Demokratie. Davon steht nichts im Grundgesetz. Das ist alles Bundesverfassungsgericht. Auch der Bundestag, habe ich den Eindruck, unterwirft sich immer dem Bundesverfassungsgericht. Aber es ist so, der Bundestag ist die unmittelbare Vertretung des Volkes und kann durchaus auch mal eigenständig etwas konzipieren. Das ganze Parteifinanzierungsrecht ist einzig und allein Gesetzgebung, in Anführungsstrichen, des Bundesverfassungsgerichts. Dem muss man sich nicht unterwerfen mit solchen Begriffen, die das beschönigen. Die Verfassungsgrundlage vermisse ich. Es gibt keine Regelung über die Parteifinanzierung im Grundgesetz. Ganz im Gegenteil, Artikel 21, wie schon gesagt, verpflichtet die Parteien über Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft abzugeben. Das wäre doch wohl die Stelle gewesen, wo hätte gesagt werden können, die Parteien wären zum Teil vom Staat finanziert. Das ist gerade nicht geschehen. Und wenn man die Rechtsprechung anguckt, gerade die frühere, dann hat das Bundesverfassungsgericht im 8. Band plötzlich so eine Sätze gemacht, die den Parteien die Rechtfertigung gegeben haben, Parteifinanzierung einzuführen. Das war Gerhard Leipholz bekanntlich, der ein großer Künder des Parteienstaates war, den er für eine Verwirklichung der plebiszitären Demokratie gehalten hat. Also ich kann dem nicht folgen. Nein, da hätte da stehen müssen, das erste Schritt, der gemacht werden müsste, vom Gesetzgeber durch eine verfassungsändernde Gesetzgebung, wäre eine Regelung im Grundgesetz über die Parteienfinanzierung, damit man überhaupt einen Ansatz hat. Ganz im Gegenteil, das Urteil, das bedeutende Urteil im 20. Band 1966, an dem ja Gerhard Leipholz nicht mehr mitwirken durfte wegen Befangenheit, hat ja sehr große Skepsis gezeigt gegenüber der Parteifinanzierung und hat herausgestellt, eine Verpflichtung zur Parteienfinanzierung besteht nicht. Ich denke, der Senat war kurz davor zu sagen, es besteht doch gar keine Berechtigung dazu. Also diese Berechtigung verfassungsrechtlicher Art, die muss erst mal bei dieser wichtigen Frage
weil ja die Parteienfinanzierung das Staatswesen völlig verändert, nachgeschoben werden. Das Gericht hat ja sehr deutlich ausgeführt, dass man den Bürgern zutrauen kann, zutrauen muss, dass sie auch selbst politisch aktiv werden. Das wäre also nachzuholen, um überhaupt Grundlagen für die Parteienfinanzierung zu regeln. Jetzt zur Regelung, die das Bundesverfassungsgericht aus dem verfassungsrechtlichen Nichts getroffen hat, einige Bemerkungen. Dazu muss ich erst mal sagen, Parteienfinanzierung besteht ja nicht nur aus den unmittelbaren Zuschüssen nach § 18 des Parteiengesetzes, sondern dazu gehört natürlich die Fraktionsfinanzierung, dazu gehört insbesondere die Finanzierung der Stiftung. Das ist das Vielfache. Ja? Insgesamt, Hans-Herbert von Arnim hat das immer hinreichend deutlich kritisiert und völlig, jedenfalls zu meiner Überzeugung. Dann kommt das Gericht mit dem Begriff der Staatsfreiheit. Das scheint, und Sie wurde gesagt, das ist ein Verfassungsprinzip. Wo steht das? Es ist grob falsch. In einer Republik ist die zentrale Figur des Gemeinwesens der Bürger. Und der Bürger ist eine staatliche Figur, der ist citoyen. Und der ist nicht irgendein Bourgeois, der privat da existiert und von dem die Staatsgewalt ausgeht. Nein, er ist eine staatliche Figur und Bürger tun sich zusammen, um die Politik zu beeinflussen in Parteien. Das ist eine Bürgervereinigung im Bürgerstaat und genau dabei bleibt das staatlich. Das sind keine Staatsorgane, das ist eine andere Frage. Aber es ist staatlich, das Ganze ist staatlich und dieser Staat hat auch Staatsorgane gemäß Artikel 20. Und wenn die Bürgerschaft der Meinung ist, die Parteien sollen bezuschusst werden, dann sei es so, wenn man eine verfassungsrechtliche Grundlage hat. Also ich sehe der Begriff der Staatsfreiheit, der zu einer Hälftigkeitsprinzip führt, in gewisser Weise, um noch irgendeine Unabhängigkeit der Parteien vom Staat zu gewährleisten, das ist ein völlig schiefer Ansatz. Warum eine Unabhängigkeit? Die Bürger sind der Staat. Wir sind der Staat, jeder Einzelne. Und wir haben Vertreter des ganzen Volkes im Bundestag unter anderem da besonders wichtig. Und die Finanzierung ist dann eine Großfrage, weil natürlich die Finanzierungsart, wie schon gesagt, das Parteienwesen und das Staatswesen wesentlich beeinflusst. Also was notwendig ist, und da darf man diese Gesetzgebungsvorschlag mal als Anlass nehmen, die Grundsatzfrage zu stellen, wäre, dass aus dem Bundestag heraus eine Initiative kommt zu einer grundsätzlichen Regelung des Parteiwesens im Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht der Verfassungsgeber. Es hat sich dazu mehr und mehr aufgespielt und die Parlamentarier unterwerfen sich dem in viel zu hohem Maße. Da gibt es noch viele andere Bereiche. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist ja noch viel wichtiger, als wenn der liebe Gott gesprochen hat. Ja, das kann nicht richtig sein. Also ich bin der Meinung, die Höhe ist nicht der Punkt, wie Herr Brenner richtig gesagt hat. Ob nur 183 Millionen oder 190 Millionen oder weniger, am besten gar nichts zunächst einmal, bis eine Regelung getroffen ist. Das lese ich aus dem Grundgesetz heraus. Ich folge dem Grundgesetz, nicht dem Bundesverfassungsgericht, wie gesagt. Und da muss die gesamte staatliche Finanzierung, Fraktionen, Stiftungen und so weiter einbezogen werden. Lassen wir es bis dahin bei § 18 und der Indexierung, das wäre möglich, und initiieren eben eine Verfassungsgebung und beziehen dann in dem Verfahren die Bürgerschaft ein, am besten durch Volksentscheidungen. Es geht einfach nicht mehr weiter. Wir können unser Land nicht Demokratie nennen, solange es keine Volksentscheidung über solche zentralen Fragen gibt. Herzlichen Dank. So, vielen Dank, Herr Professor Dr. Schachtschneider. Gott und das Bundesverfassungsgericht würde ich gerne weder in eine Ebene nebeneinander, noch übereinander, noch untereinander stellen. So, Frau Dr. Professor Dr. Schönberger, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Um wieder auf den Gesetzentwurf zurückzukommen, das ganze Problem dieses Entwurfs zeigt sich meiner Meinung nach schon im ersten Absatz in der Problemanalyse. Da wird nämlich etwas als Problem beschrieben, die Kürzung durch die absolute Obergrenze, was kein Problem ist, sondern zum einen die geltende Rechtslage und nicht irgendeine geltende Rechtslage, sondern diejenige, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verfassungsrechtlich geboten ist.
Diese Absolutoriatur-Obergrenze, die existiert, und das Bundesverfassungsgericht hat sie entwickelt in ihrer Rechtsprechung aus zwei Gründen, die wir schon gehört haben. Zum einen ist das die Gewährleistung der Staatsfreiheit der Parteien, dazu hat Herr Brenner schon ausgeführt, und zum anderen, das ist ein wesentlicher Punkt, der auch hier eine große Rolle spielt, ist das Ansehen der Parteien im Hinblick auf das Dilemma der Entscheidung in eigener Sache, denn die Parteien bzw. Vertreter der Parteien entscheiden im Grunde selber über die Mittel, die ihnen gesetzlich zusteht. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat deswegen ausgeführt, dass die staatliche Parteienfinanzierung, die überhaupt erst seit 1992 als solche für zulässig erachtet wird, auf das absolute Mindestmaß zu begrenzen ist, das zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit unerlässlich ist. Das ist ein relativ enger Rahmen. Und die Anhebung, auch das haben wir schon gehört, ist nur bei einschneidenden Veränderungen der bestehenden Verhältnisse möglich. Die Grenze, die das Bundesverfassungsgericht 1992 gesetzt hat, indem sie eben den Status quo der Finanzierung eingefroren haben, mit natürlich der Möglichkeit einer Kaufkraftanpassung, die ist natürlich nicht rechnerisch begründbar. Das Bundesverfassungsgericht hat keinen Warenkorb oder Ähnliches angeführt, sondern es ist vor allen Dingen als prozedurale Maßnahme zu verstehen, dieses Einfrieren, um diese Entscheidung in eigener Sache zu legitimieren. Und genau deswegen ist diese absolute Obergrenze vor allen Dingen zu verstehen als eine besondere Darlegungs- und Begründungslast, die dem Gesetzgeber obliegt, wenn er eben diese Obergrenze, diesen absoluten Betrag der staatlichen Parteienfinanzierung erhöhen will. Wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund uns den vorgelegten Gesetzesentwurf anschauen, dann sind im Grunde schon die angeführten Begründungen nicht besonders einleuchtend, dass die Digitalisierung sehr viel mehr Geld kostet in diesem Umfang von fast 20%, finde ich schon per se etwas kontraintuitiv. Es gibt sicherlich Kosten, die durch die Digitalisierung entstehen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es gibt auch viele Bereiche, in denen die Digitalisierung sehr viel Geld spart. Das müsste man jedenfalls erst mal gegeneinander stellen. Über die neuen Partizipationsformen ist auch schon einiges gesagt worden. Frau Dr. Merten hat völlig recht. Die sind im Parteiengesetz selber so nicht verankert. Deswegen sind es vor allen Dingen Entscheidungen der Parteien, die davon ja auch in unterschiedlicher Weise Gebrauch machen. Manche Parteien machen das schon länger und intensiver. Manche Parteien machen das bis heute relativ wenig. Insofern kann daraus per se kein erhöhter Finanzbedarf für alle Parteien pauschal hergeleitet werden. Schließlich nennt der Gesetzentwurf auch noch die erhöhten Transparenz- und Rechenschaftsanforderungen seit jüngerer Zeit. Das habe ich schlicht und ergreifend nicht verstanden, was damit gemeint sein soll. Die sehe ich jedenfalls in dieser Form gar nicht. Darüber hinaus ist die erforderliche Darlegungslast, die dem Gesetzgeber obliegt, wenn er hier die absolute Obergrenze erhöhen möchte, in keiner Weise erfüllt. Es gibt keinerlei Berechnungen, keinerlei Zahlen, die in irgendeiner Form diese konkrete Summe, diese konkrete Anhebung belegen würden. Die Begründung, ich habe es schon gesagt, ist eher diffus, ist relativ knapp. Es wird mit pauschalen Verweisen auf aktuelle Entwicklungen agiert. Hinzu kommt das parlamentarische Hauruck-Verfahren, in das ja auch wir Sachverständigen jetzt mit einer relativ kurzfristig angesetzten Anhörung eingebunden sind. Das ist alles geschäftsordnungsgemäß, das steht überhaupt nicht zur Debatte, aber es entspricht nicht ohne weiteres den parlamentarischen Gepflogenheiten. Und insbesondere, wenn man daran denkt, dass wir hier in einem sehr sensiblen Bereich sind, der immer in Gefahr ist, die Akzeptanz der Parteien in der Bevölkerung im Hinblick auf eine sogenannte Selbstbedienungsmentalität zu gefährden. Gerade dann muss man hier sensibel vorgehen und insbesondere eine intensive Beratung und eine intensive Kommunikation auch nach außen vornehmen. All das ist hier in diesem Fall nicht geschehen. Schließlich ist es so, dass die angestrebte Erhöhung der absoluten Obergrenze sich nicht an den tatsächlichen Veränderungen bzw. konkret dargelegten Finanznotwendigkeiten orientiert, sondern einfach nach der tatsächlich vorgenommenen Kappung. Frau Dr. Merten hat das schon erwähnt. Es ist widersprüchlich, die einzelnen Zuwendungssätze immer schrittweise zu erhöhen mit der Begründung, naja, die absolute Obergrenze greift ja,
Und dann zu sagen, ja, jetzt sind aber die Zuwendungssätze so hoch, dass die absolute Obergrenze immer ganz doll greift, jetzt müssen wir die absolute Obergrenze erhöhen. Das ist widersprüchlich. Im Ergebnis haben wir hier also genau das, was das Bundesverfassungsgericht verhindern wollte, als es 1992 die absolute Obergrenze eingeführt hat. Wir haben praktisch ein Paradebeispiel von dem, was man verhindern wollte. Ich halte den Gesetzesentwurf in dieser Form für verfassungswidrig. So, vielen Dank, Frau Professor Schönberger. Jetzt kommen wir noch zu Herrn Professor Dr. C. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, man kann natürlich viele andere Gesetze wünschen und Vorschläge sammeln, wie es auch die öffentliche Debatte tut und wie es auch hier in unserem Kreis teilweise geschehen ist. Wer das möchte, muss ein entsprechendes Gesetz beantragen und dann kann man sehr ausführlich und sehr grundsätzlich und sehr differenziert über alle Möglichkeiten reden. Nur wir sprechen hier über einen konkreten Gesetzentwurf. Und im Großen und Ganzen will ich mich auch eingangs darauf beschränken. Nur eine Vorbemerkung vielleicht zum Sinn von Artikel 21. Es ist nicht gut, wenn unter dem Eindruck von Internet, Partizipationsforderungen und vielen medialen Diskussionen der Eindruck entsteht, auf die Parteien komme es ja dann vielleicht doch nicht mehr so an, wie seinerzeit mal gedacht. Das Gegenteil ist der Fall. Der Artikel 21, wenn wir seinen historischen und verfassungspolitischen Kontext mal kurz wieder uns ins Gedächtnis rufen, hatte den Zweck, die typische Parteienprüderie der Weimarer Zeit endlich zu überwinden. Es geht nicht darum im 21, na gut, ja, Parteien sind offenbar ein notwendiges Übel, also dürfen sie sein, sondern was dort steht, ist eine Gewährleistungspflicht des Staates dafür, dass die Parteien, die ihnen nach wirklich historischen und bitteren Erfahrungen zukommende Aufgabe auch tatsächlich erfüllen können. Das ist der Hintergrund und so muss auch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung gesehen werden. Das ist nicht eine nach wie vor abwehrende Grundposition. Nun ja, nicht? Die Parteien, erst müssen sie mal schauen, ob sie nicht überhaupt sich selber, die Bürger, finanzieren und allenfalls notfalls und sekundär und wenn es gar nicht anders geht, gibt es noch staatliche Zuschüsse. So ist das nicht zu verstehen. Das Modell, grob gesagt 50-50-Modell des Parteiengesetzes, ist übrigens auch beim Blick über die Grenzen weg außerordentlich vorzugswürdig. Wenn Sie Staaten sehen, USA, Japan, andere, in denen die Schwerpunktsetzung für die politische, sagen wir, generell Finanzierung des politischen Geschäfts in privaten Händen liegt, dann sehen Sie ja, was dabei herauskommt und ob das begrüßenswert wäre, dass dann eben die finanziell starken Teile der Gesellschaft den Prozess im Wesentlichen beherrschen. Das kann ja nun nicht der Sinn sein. Und umgekehrt in Ländern, in denen der staatliche, auch gleichzeitig sozusagen lizenzierende Anteil der Parteienfinanzierung überwiegt, ist es ebenso schlecht. Deshalb ist das ein ganz ausgezeichnetes Modell, was hier gefunden worden ist. Faktisch ist es übrigens so, dass der Gedanke, erstmal selbst nach Zuschüssen und nach Zustimmung auch finanzieller Art Ausschau zu halten, der ist ja verwirklicht. Die 50-50 sind ja in der Praxis gar nicht mal erreicht, sondern, so sehe ich in allen Berichten seit vielen Jahren, Berichten des Bundestagspräsidenten, der Anteil der staatlichen Alimentation liegt unter dem der privat aufgebrachten Beiträge und Spenden. Auch das muss man vielleicht sehen. Damit dürfte dem Rechnung getragen sein, was unter der Marke Staatsfreiheit gemeint ist. Wenn ich mir den konkreten Entwurf dann vor diesen Prämissen anschaue, dann finde ich keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken. Was geschehen ist oder was geschehen soll an dieser Stelle, ist lediglich die Guillotine der absoluten Obergrenze zu lockern, die ja bisher dazu führt, dass egal, was man erreicht, von privaten Spenden, von Beiträgen, von staatlichen Zuschüssen aufgrund von
Wählerstimmen. In dem Maße, in dem es besser wird, in dem man es steigern kann, jedes Mal wieder abgeschnitten wird. Was Sie als Widerspruch oder, wie soll ich sagen, inneren Widerspruch betrachten, Frau Schönberger, das kann man und würde ich auch gerne genau umgekehrt sehen. Alle Versuche, die Parteien für die auf sie zukommenden, auch wachsenden Aufgaben in einer immer stärker medial strukturierten und sich beteiligten Gesellschaft zu verbessern, scheitert jedes Mal wieder daran, dass die Guillotine der absoluten Obergrenze eingreift. Deshalb will der Entwurf nichts anderes als an dieser Stelle gewissermaßen nachfahren, diese Grenze. Und da sehe ich nicht, wieso das dem Gesetzgeber verboten sein sollte. Es ist interessant, dass man an dieser Stelle dann von Selbstbedienung spricht. Die Finanzierung der Parteien auch unter veränderten medialen Voraussetzungen ist keine Selbstbedienung. Es ist doch nicht so, dass irgendwelche Mitglieder von Parteien sich Geld in die Taschen stecken, wie das in den Medien, in der Presse zum Teil insinuiert wird. Sondern es geht darum, zusätzliches Personal, zusätzliche Veranstaltungen, zusätzliche Technik, zusätzliche Notwendigkeiten, um mithalten zu können mit dem, was in der Öffentlichkeit sich abspielt, um dem gerecht werden zu können. Das ist alles. Und vor diesem Hintergrund ist das ein eher bescheidener Betrag, der hier vorgeschlagen wird. Und deshalb kann ich nicht erkennen, wo hier die Verfassung verletzt sein könnte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. C. Das war im Hinblick auf den jetzt hinzustoßenden Herrn Professor Šešek, herzlich willkommen auch Ihnen, eine Punktlandung, sodass ich jetzt direkt aus dem Flieger raus, kurzer Verschnaufpause. Ich würde Ihnen eigentlich jetzt direkt das Wort erteilen. Es liegt uns ja von Ihnen auch ein schriftlicher Bericht vor. Gut. Kurze Einführung noch und dann geht es in die Fragerunde. Gut, ja, zunächst Entschuldigung bitte. Der Flieger war überpünktlich, aber die restliche Strecke war sehr zäh, deswegen, aber es hat ja ganz knapp gepasst. Ich weiß nicht, was gesagt worden ist, aber ich vermute, dass das meiste schon thematisiert wurde. Ganz kurz, ganz zentral, ich habe mich konzentriert auf die Anhebung der absoluten Obergrenze. Und die verfassungsrechtlich untersucht. Mein Ausgangspunkt war das Urteil von 1992 und habe auch die dort niedergelegte Zahl sozusagen zugrunde gelegt. Dann mir die Fortschreibung über die Zeit angeschaut. Und wenn man das tut, dann stellt man fest, dass größtenteils Inflationsausgleich dann stattgefunden hat, der aber nur teilweise. Was bislang nicht wirklich stattgefunden hatte, ist die Anpassung an sogenannte veränderte Verhältnisse. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem eigenen Abschnitt in der Entscheidung von 1992 auch gesagt, dass dementsprechend der Gesetzgeber handeln kann. Die Summe steht unter der Voraussetzung gleichbleibender Verhältnisse. Und wenn man sich den Gesetzentwurf ansteht, hat sich einiges geändert. Das eine ist die Wahlbeteiligung, die ist gestiegen, dementsprechend die relativen Ansprüche. Dann die Aufwendungen, wenn von Parteien erwartet wird, dass sie politische Rückkopplung gewährleisten, aktiv auftreten, junge Wähler ansprechen und so weiter und so fort, muss sich das Verhaltensbild auch dementsprechend anpassen in Teilen. Dazu kommen neue partizipative Instrumente, die Mitglieder insgesamt angehen. Auch das ist ja an der Stelle dementsprechend angeführt. Und das sind Gründe, die im Ergebnis veränderte Umstände im Sinne wohl der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind. Was dann hinzukommt, sind noch zwei weitere Dinge. Das eine ist, dass sozusagen man ja nicht den Betrag von 190 Millionen blind gegriffen hat, sondern sich schon an dem orientiert hat, was sonst im Übrigen, wenn der nicht der Deckel, der zu tief ja sitzt, greifen würde, ungefähr ausgeschüttet würde. Da käme man bei 188 ungefähr aus. Dementsprechend hat man dann sozusagen sich daran sachlich orientiert und möchte nicht mehr haben, als relativ im Ergebnis hier an Finanzierungsansprüchen zusteht. Die Gesamtstaatsquote, die Berichte führen das ja jeweils aus am Ende, die Sie dann von Bundestagspräsidenten am Ende des Jahres erhalten, bleibt auch deutlich, auch mit der neuen Deckelung im Ergebnis wohl unter 50%. Und der Zweck der Obergrenze in der Entscheidung 1992 wurde dies ausgeführt, war ja zu verhindern, dass die Parteien sich dadurch abkoppeln von allgemeinen Entwicklungen, dass sie im Ergebnis durch eine Steigerung der eigenen Einnahmen auch die staatlichen Zuwendungen beliebig erhöhen könnten. Auch der Zweck ist hier im Ergebnis gewahrt. Die Gründe für die höheren Aufhängungen sind anders.
andere Art. Und deswegen komme ich zu dem Ergebnis, dass das Gesetz verfassungsgemäß ist, mit einem kleinen Schlenker, wenn man den genauen Bezug auf das Festsetzungsjahr noch mal aufgreifen möchte, könnte man das tun. Ich halte aber die Gesetzesbegründung für eindeutig, wie ich in Bezug auf die Drucksache aufgeführt habe. Dementsprechend im Ergebnis, denke ich, ist das Gesetz, so wie es hier vorliegt, verfassungsgemäß. Danke. Vielen Dank auch Ihnen noch zum Abschluss. So, wir steigen dann ein in die Fragerunde und beginnen mit Herrn Dr. Mittelberg. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir sind ja jetzt zum Schluss noch mal durch Herrn Tschetschik auf des Pudels Kern, sage ich mal, zurückgekommen, nämlich auf die Frage, ob die verfassungsrechtlichen Erfordernisse hier, ich meine, wir haben ja verschiedene interessante Aspekte der Parteienfinanzierung auch diskutiert, aber ich will das doch noch mal auf den Punkt jetzt zurückführen. Es gibt ja klare Vorgaben aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die den Artikel 21 und andere Vorschriften auslegt. Und an denen, denke ich, sollten wir uns im Kern auch orientieren. Vielleicht können Sie noch mal deutlich machen, ich würde die Frage an Herrn Brenner richten, vielleicht können Sie noch mal deutlich machen, wie sich diese Diskrepanz ergibt. Also wie ergibt sich der Betrag von 188 Millionen, den auch Sie angesprochen haben? Und welche Funktion hat im Verhältnis dazu die Obergrenze oder diese Deckelung? Und was spricht vor dem Hintergrund dafür, oder was rechtfertigt die Anhebung dieses Deckels, um ihn gewissermaßen zu einem atmenden Deckel zu machen? Vielleicht können Sie auch noch auf den speziellen Aspekt, den ich interessant fand, von Frau Professor Schönberger eingehen, dass diese Erfordernisse des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf Veränderungen der Rahmenbedingungen eine Darlegungslast oder erhöhte Begründungslast an den Gesetzgeber erfordern. Selbst wenn jetzt hier in der Begründung, man kann immer darüber streiten, ob die eine oder andere gesetzgeberische Begründung hinlänglich ist, aber letztendlich müssen ja für die Erforderung, ich sag mal, der verfassungsrechtlichen Anforderungen, kommt es ja auf die materielle Situation an. Also haben sich Rahmenbedingungen wirklich verändert? Was sind die präzisen Vorgaben des Verfassungsgerichts dazu? Vielleicht können Sie da noch mal materiell darauf eingehen, inwieweit sich die Rahmenbedingungen geändert haben. So, die Fragen richteten sich an Herrn Professor Brenner. Ich hätte jetzt gleich sofort die Antwort vorgeschlagen. Ja, vielen Dank. Ich fange vielleicht mal mit dem letzten Aspekt an dieser Darlegungslast, Herr Mittelberg. Ich meine, dass der Gesetzgeber nachvollziehbar dartun muss, warum er diese absolute Höchstgrenze anheben will. Und es ist in den Stellungnahmen der anderen Sachverständigen, glaube ich, hinreichend klar geworden, was der Grund für diese Erhöhung ist. Und im Übrigen, wie ich meine, auch im Gesetzentwurf, Frau Schönberger, ich glaube schon, dass die Auswirkungen im Gesetzentwurf hinreichend dartun, warum der Gesetzgeber diese absolute Höchstgrenze anheben will. Was, glaube ich, nicht zutreffend ist, wie Sie es ausformuliert haben, dass der Gesetzgeber sich externer Hilfe bedienen muss oder möglicherweise ein Sachverständigengremium einsetzen muss oder Ähnliches. Ich glaube, der Gesetzgeber ist, salopp gesprochen, manns genug, eine entsprechende Begründung dazu tun. Und Herr Tschetschik hat gerade auch noch mal dargelegt, dass diese Begründung, die im Gesetzentwurf dargelegt wurde, eine hinreichende ist. Es ist auch von Herrn Kollegen Zeher deutlich gesagt worden, dass diese Guillotine, wie Sie es, fand ich, ganz eindrucksvoll dargelegt haben, dass diese Guillotine runtergeht und damit im Grunde genommen die Anstrengungen der Parteien fast ermüden lässt, eigene Einnahmen zu erzielen, sei es durch Mitgliedsbeiträge, durch Mandatsbeiträge oder auch durch Spenden. Und wenn diese Bereitschaft der Parteien aufgrund dieser Guillotine erlahmt, sich weiter in der Gesellschaft zu verankern und zu betätigen, dann meine ich, tut man den Parteien keinen Gefallen. Also ich sehe in der Tat auch die Gefahr, dass bei einer Beibehaltung dieser absoluten Höchstgrenze die Aktivitäten der Parteien erlahmen könnten. Sie werden ja geradezu bestraft durch diese Höchstgrenze, obgleich sie
wie Sie auch zu Recht gesagt haben, in der Vergangenheit ja immer mehr private Mittel eingeworben haben, als sie vom Staat bekommen haben. Also deswegen, um Ihre zweite Frage zu beantworten, Herr Mittelberg, würde ich ohne weiteres sagen, dass der Gesetzgeber seiner Darlegungslast hinreichend Rechnung getragen hat und dieser auch nachgekommen ist. Weitere Aspekte sind nach meiner Auffassung nicht erforderlich. Der Gesetzgeber ist hier Herr des Verfahrens. Er hat hinreichend dargetan, warum die Erhöhung stattfinden soll. Und mehr kann man ihm als Darlegungslast auch nicht abverlangen. Die erste Frage, die Sie angesprochen haben, betrifft nochmal die Funktion der Obergrenze. Es sind ja diese zwei Leitplanken, wie ich es auch in meiner schriftlichen Stellungnahme formuliert habe, die maßgeblich sind, die relative und die absolute Obergrenze. Wenn man die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts anschaut, ist es so ein bisschen eine Mischung. Die Staatsfreiheit soll einerseits gewahrt werden, die Parteien sollen nicht zu sehr am Tropf des Staates hängen, sie sollen aber auch motiviert werden, hinreichende eigene Beiträge einzuwerben, um ihrer gesellschaftlichen Verankerung hinreichend Rechnung zu tragen und die auch unter Beweis zu stellen. Und wenn man das sieht und diese die zwei Leitplanken interpretiert, dann meine ich, ist es ohne weiteres gerechtfertigt, diese Deckelung durch die absolute Obergrenze anzuheben, um nicht die Bestrebungen der Parteien, sich weiterhin in der Bevölkerung zu betätigen, auf Eigeninitiative zu setzen, um diese Bestrebungen nicht zu konterkarieren oder, wie es zutreffend gesagt worden ist, mit der Guillotine abzutöten. Vielen Dank. So, wir kommen dann zur Fraktion der AfD. Herr Seitz, bitte. Herr Schachschneider, an Sie richtet sich meine erste Frage. Ich beziehe mich zunächst auf das Diätenurteil von 1975. Da hat das Verfassungsgericht ausgeführt, dass der gesamte Willensbildungsprozess für den Bürger durchschaubar sein muss und das Ergebnis vor den Augen der Öffentlichkeit beschlossen werden muss. Und zwar warum? Weil dies die einzige Form von Kontrolle ist, die es überhaupt gibt. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, wird diese verfassungsrechtliche Voraussetzung nicht durch das Verfahren hier konterkariert und kontaminiert? Wir haben die Situation, da werden Sachverständige oder da beginnen die Fraktionen am Mittwochnachmittag, sich nach Sachverständigen umzuschauen, die am kommenden Montag hier vor dem Ausschuss reden sollen. Ein Zeitablauf, der es schlicht und ergreifend nicht möglich macht, sich seriös auf diese Anhörung vorzubereiten. Man bekommt rein zeitlich gesehen nicht ohne weiteres den Sachverständigen vielleicht der prädestinierteste dafür wäre, einfach deswegen, weil sein Zeitplan das nicht hergibt. Wir haben hier auch nur von 3 von 6 Sachverständigen oder 7 Sachverständigen schriftliche Stellungnahmen erhalten. Die kamen heute Morgen um 9.30 Uhr ein. Die Frage, ist hier das Verfahren nicht kontaminiert und verfassungsrechtlich schon aus diesem Grunde, unabhängig, ob man das in einem korrekten Verfahrensgang vielleicht auch mit der gewählten Begründung rechtfertigen könnte, nicht schon aus diesem Grunde angreifbar. Es ist unstreitig, dass die formalen Voraussetzungen der Geschäftsordnung eingehalten sind. So, dann kommen wir direkt zur Antwort, bitte. Ja, ich kann Ihnen nur zustimmen. Es geht um die Willensbildung des Volkes. Das ist die Aufgabe der Parteien, an der wirken sie mit nach Artikel 21, nicht die politische Willensbildung des Volkes. Es muss aber auch mal die Willensbildung des Volkes bleiben und bei einer Witwung der Parteien bleiben. Also ein politisches System, in dem praktisch nur noch die Organe des Staates, ja, aber und die Parteien, die ja das den allergrößten Einfluss auf die Organe haben, in einer Gewaltenteilung gefährdenden Art, eine Rolle spielen und das Volk überhaupt gar nicht mehr mitmacht, ist jedenfalls nicht der Bürgerstaat, den das Grundgesetz will. In jeder Weise muss der öffentliche Diskurs des ganzen Volkes angeregt werden. Ich meine, die Trägheit des Volkes ist mir auch klar, aber die ist ja auch gefördert in jeder Weise durch die Abgehobenheit des politischen Systems insgesamt. Das geht ja auch ganz anders. Unser Nachbarland ist die Eidgenossenschaft, die Schweiz. Also auch ohne große finanzielle Förderung sind da substanzielle Verfassungsentscheidungen möglich und Gesetzgebung möglich, eben weil die direkte Demokratie haben. Also ich habe es ja schon gesagt, ohne direkte Demokratie geht es gar nicht, weil über repräsentative Demokratie nichts drinsteht. Wenn das Verfahren so abgeläuft wie dieses, in aller Kürze, so knapp wie möglich, im Hintergrund die Fußball-Weltmeisterschaft,
die natürlich unendlich viel mehr interessiert als die Parteifinanzierung oder so eine vergleichsweise mäßige, wenn auch vielleicht verfassungswidrige Erhöhung. Ja, dann kann man sagen, dieser öffentliche Diskurs findet in so, ist so eklatant, also vermieden geradezu, dass das jedenfalls keine Willensbildung des Volkes mehr ist. Insofern auf sehr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken in einem Bürgerstaat, der wir eigentlich sein wollen und kein Parteienstaat, eben nicht mehr tragfähig ist. Und deswegen meine ich auch, dass das grundsätzlich diskutiert werden muss. Und da gibt es auch noch viele andere Aspekte. Ich weiß nicht, ob ich noch mal zu Worte kommen kann, aber ich darf kurz mal sagen. Man könnte ja auch mal überlegen, ob man die Spenden aus der Plutokratie, aus der Industrie, auch von den Reichen, nicht mal drastisch beschränkt. Nicht nur die Öffentlichkeit der Spenden ist ja geregelt, sondern einfach die Höhe der Spenden. Das führt ja zu einer ganz erheblichen Ungleichheit der Parteien. Die Chancengleichheit ist da meines Erachtens in keiner Weise verwirklicht. Gut, dann kämen wir jetzt zu Herrn Özdemir. Eine oder zwei Fragen? Ja, die stellen wir zusammen. Das habe ich ja gesagt. Sie haben Ihre Frage gestellt und die Antwort ist da. Die Fragen werden sofort und gebündelt gestellt und danach gibt es eine zweite Runde. Ich dachte, das hatte ich klar kommuniziert. So ist es in jeder Anhörung. Deswegen kommt jetzt Herr Özdemir dran. Ich möchte meine Fragen an Herrn... Muss ich den Kopf höher halten. Ich möchte meine Fragen an Professor C. richten und habe einen Fragenkomplex, der vier kurze Fragen umfasst. Sie haben gerade sehr eindrucksvoll den Sinn und Zweck des Artikel 21 Grundgesetz geschildert. Was wäre eigentlich ohne eine Parteienfinanzierung, ist meine erste Frage. Und wieso sollten wir unbedingt an diesem System der 50... Zwei Fragen, ne? Also ja, ja. Ja, ja, ich hab, vielleicht habe ich auch eine, was im Ohr eine, gehabt. Okay. Die zweite Frage ist eine Teilfrage. Ich will da auch nicht klein sein. Wieso sollten wir an der 50-50-Finanzierung festhalten und hat diese relative und absolute Obergrenze nicht eine überschießende Innentendenz? Und flott. So, dann richtete sich die Frage an Herrn Professor Dr. C. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Özdemir. Ich muss praktisch verweisen auf, was ich bereits gesagt habe. Ich halte das Modell 50-50 im Prinzip, welches ja in der Wirklichkeit sogar zugunsten der Eigenfinanzierung der Parteien ausschlägt, für ein relativ gutes, jedenfalls im Vergleich zu allen anderen denkbaren Möglichkeiten, vorzugswürdiges Modell. Das zur Frage, was wäre ohne? Ohne wäre eben Folgendes möglich. Entweder sehr stark auf private Zuschüsse abgestellte Finanzierung. Die Vorstellung, die damit vielleicht eingebaut werden könnte, es gibt überhaupt kein Geld für die Parteien, ist, glaube ich, nicht realistisch, nicht sinnvoll und nicht verfassungsrechtlich akzeptabel. Die Wirklichkeit wäre so, dass auf die eine oder andere Art, wenn wir keine Regelung haben, natürlich Parteienfinanzierung stattfindet. Das hatten wir ja parallel zur auch in der Diätenfrage. Immer dann, wenn man dort nicht tätig wird, hat man keine demokratischen Verhältnisse. Wenn Sie sich die Bismarck-Verfassung von 1871 mit dem Diätenverbot anschauen, dann sehen Sie ganz klar, was das Zweck der Übung war. Die Abgeordneten durften keine Besoldung bekommen, damit nur diejenigen nach Berlin kommen können und teilnehmen können im Reichstag, die selbst Geld mitbringen. Ganz einfach. Das richtete sich gegen einen Teil des politischen Spektrums, insbesondere gegen jenen Teil, der damals sich historisch und von den ökonomischen Veränderungen her entwickelt hat, die Sozialdemokratie. Sie hat bis 1906 gebraucht, bis es eine Mehrheit gab, um das Diätenverbot zu beseitigen. Das ist ganz ähnlich bei der Parteienfinanzierung. Man kann natürlich immer sagen, wieso muss da der Staat und Gefahr der Staatsabhängigkeit. Wenn man sich dort fernhält als Staat, dann hat man eben Wildwuchs. Und das, glaube ich, will niemand. Deshalb denke ich, es gibt keine wirklich sinnvolle Alternative zu dem Modell, das wir haben. Natürlich kann man sagen, wir steigen nur insofern ein, als wir die Spenden von, wie sagten Sie, Plutokraten, limitieren und sagen, es darf eben
jeder nur als zum Beispiel natürliche Person bis zum Betrag von, wir haben ja so eine Regelung im Parteiengesetz, und dann beginnt man Firmen, Verbände, Organisationen aller Art irgendwie daran zu hindern. Das Beispiel der USA zeigt, wie leicht man das umgehen kann. Das ist überhaupt gar kein Problem, wenn man eine solche Regelung hat, auf andere Weise die Finanzierung zu erzeugen. In der Weimarer Zeit gab es zum Beispiel die Privatbeamten. Das waren von der Industrie finanzierte Mitarbeiter, die für die entsprechenden Funktionen eben dann zur Verfügung standen. Es gibt da Möglichkeiten, und ich halte es für richtiger und für überzeugender, auch für transparenter, wenn man eine Regelung wie die hier vorhandene trifft. Das ist jetzt alles mehr zum Grundsatz, weil Sie grundsätzlich gefragt hatten, ob nun die 25 Millionen zusätzlich viel oder wenig sind. Ich habe gesagt, ich halte sie für bescheiden und ich halte sie für notwendig. Aber der Hintergrund, nach dem Sie gefragt haben, der scheint mir ganz eindeutig zu sein. Da sehe ich keine Möglichkeit und keine sinnvolle Perspektive, etwas zu ändern. Im Übrigen sind Sie ja als Fraktion befugt, jede Art von ausführlicherem Parteiengesetzentwurf einzubringen und in eine Diskussion zu bringen. An der Stelle hängt ja wahrscheinlich auch die aktuelle Kritik von wegen zu schnell und Hauruck-Verfahren und so. In Wirklichkeit ist in diesem Gesetzentwurf keine massive Substanz enthalten, über die man Wochen und Monate diskutieren muss, sondern das muss man nur dann, wenn man ein anderes Gesetz will. Wenn man also zum Beispiel möchte, dass alle möglichen Gesichtspunkte, die Sie erwähnt haben und die auch von anderer Seite erwähnt worden sind, die in der öffentlichen Diskussion laufen, wenn man die alle mitgeregelt haben will, okay, dann muss man aber ein anderes Gesetz vorlegen. Und dann kann man nicht sagen, das Gesetz ist verfassungswidrig, weil es meine Wünsche, die ich auch habe zum Parteienrecht, nicht auch umfasst. So geht's nicht. Dankeschön. So, dann kommen wir jetzt zur Fraktion der FDP und zu, also jetzt doch Herrn Dr. Solms. Ja. Gut. Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, Fragen zu stellen. Ich richte sie an Frau Dr. Merten. Zwei Fragen. Die erste nochmal im Zusammenhang mit dem Verfassungsgerichtsurteil von 1992. Da wurde die relative und die absolute Obergrenze eingeführt. Und das Verfassungsgericht hat damals gesagt, dass als Maßstab für die Verteilung der staatlichen Mittel gelten muss, die Wahlerfolge und die Erfolge bei Spenden und Beiträgen in der förderungsbegrenzten Höhe pro Person auf 3.300 Euro ist bezuschussungsfähig. Das heißt doch, dass wenn die Ergebnisse in diesen drei Bereichen zunehmen, man einen höheren Anteil staatlicher Finanzierung beanspruchen kann, also diese Partei, und wenn die abnehmen, wie bei den beiden Koalitionsfraktionen und Parteien bei der letzten Bundestagswahl, dass entsprechend die staatliche Finanzierung sinken muss. Das ist doch ein zwingendes Ergebnis. Und das kann dann nicht konterkariert werden dadurch, dass man dann einfach die absolute Obergrenze anhebt, um dieser Konsequenz sich zu entziehen. Zweite Frage. Wir haben ja die absolute Obergrenze 2011, das heißt der Deutsche Bundestag, 2011 nochmal festgelegt und indiziert mit einem Kostenstatistik, die die parteitypische Kosten beinhaltet und die jedes Jahr vom Statistischen Bundesamt festgelegt werden muss. Damals waren wir der Meinung, weil ich an dieser Diskussion teilgenommen habe, weiß ich das noch so gut, dass das damit die Sache geregelt ist und wir das nicht jede Legislaturperiode wieder aufmachen müssen, denn die absolute Obergrenze wächst genau mit den Kosten, mit denen sich die Parteien zu befassen haben. Nun kommt der Antrag, die Begründung des Antrags jetzt, indem man zwei Elemente anführt, nämlich die Digitalisierung der Kommunikationswege und Medien ganz allgemein
und die neue innerparteiliche Partizipationsinstrumente wie Mitgliederbefragung und Ähnliches. Zum Zweiten, Mitgliederbefragung und innerparteiliche Kommunikationsinstrumente sind jedenfalls vom Parteiengesetz nicht gedeckt. Es gibt keine Norm dafür. Und diese Begründung scheint mir deswegen auch nicht stichhaltig zu sein. Wir hatten solche Instrumente auch vorher, die hat dann jede Partei selbst bezahlt. Wir hatten mehrere Mitgliederbefragungen, die haben wir als Partei natürlich selbst bezahlt, ohne zu klagen. Das kann eigentlich kein Argument sein. Und das Zweite ist die Kommunikationswege. Wäre dann nicht der richtige Weg, dass dann das Statistische Bundesamt bewegt würde, hier die Statistik zu ändern, auf deren Basis die absolute Obergrenze angehoben wird, statt dass man einfach freimütig mit einem willkürlichen Betrag die absolute Obergrenze anhebt, wofür es ja keine Berechnungsgrundlage gibt. Das ist nur reine Willkür. Vielen Dank. So, Frau Dr. Mertens, bitte. Ja, vielen Dank für die Nachfragen. Ich beginne mit der ersten Nachfrage. Da ging es darum, dass die einzelnen Beträge angehoben worden sind, nämlich dass man, wenn man mehr Wahlerfolg hat, auch mehr Anspruch auf die staatliche Parteienfinanzierung hätte. Das hat man gemacht, indem man diese Beträge angepasst hat. Und die logische Folge wäre daraus, dass man dann auch tatsächlich mehr Geld bekommt, hätten wir nicht die absolute Obergrenze, die das an dieser Stelle wieder deckelt und damit diese Beträge deutlich heruntersetzt. Das heißt, wir haben ein Missverhältnis in diesem System, das entstanden ist dadurch, dass wir die Einzelbeträge, die man pro Wählerstimme bekommt, anheben, aber trotzdem den Deckel oben drauf haben. Das liegt einfach daran, dass der Deckel an die Preissteigerungen angelehnt worden ist und dadurch nur langsam ansteigt, aber mit diesem stärkeren Anstieg durch die einzelnen Wählerstimmenanteile einfach nicht mithalten kann. So, der Gesetzgeber hätte im Prinzip, als er 2015 diese Beträge angehoben hat, für die einzelnen Wählerstimmen, die man zahlt, auch daran denken müssen, bei der absoluten Obergrenze von der Indexierung einmal wegzugehen und zu sagen, wir müssen die Beträge hier auch anheben. Das hat er aber so in der Art und Weise nicht getan. Und dadurch haben wir jetzt dieses krasse Missverhältnis. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist in der Kostenstatistik, also im Preisindex, inbegriffen diese neuen Formen der Beteiligungen, also Digitalisierung und ähnliche Dinge, rechnet das Statistische Bundesamt diese Teile mit ein? Wenn man sich das nochmal so anschaut, ist das im Preisindex so nicht direkt zu erkennen. Es sind ja tarifliche Monatsverdienste mit eingerechnet, die entsprechend steigen, aber nicht, dass man dadurch einen gewissen Mehraufwand hat. Also im Preisindex ist das nicht mit abgedeckt. Vermutlicherweise müsste man aber noch mal genauer untersuchen, indem man das Statistische Bundesamt dazu vielleicht noch mal befragt oder eben auch anregt, dass man das mit reinrechnet. Damit kriegt man aber den Unterschied nicht mehr eingeholt im Endeffekt. So, jetzt stellt sich aber die Frage, sind dadurch jetzt die einschneidenden Veränderungen jetzt auch zu rechtfertigen? Also wir haben ja darüber gesprochen, man bekommt jetzt das Geld nicht mehr, was man eigentlich den Anspruch darauf hätte nach dem Parteiengesetz. Haben wir dadurch auch einschneidende Veränderungen, die gegeben sind? Und damit komme ich zu Ihrem zweiten Punkt, nämlich, dass Sie gesagt haben, dass wir Digitalisierung, neue Partizipationsformen als Begründung haben. Diese neuen Partizipationsformen sich im Parteiengesetz an sich aber so nicht wiederfinden. Also wir haben jetzt im Prinzip durch diesen Gesetzesentwurf die Situation herumgedreht. Man sagt, man benötigt das Geld für Formen, die man jedenfalls nach dem Parteiengesetz so gar nicht durchführen kann als Partei. Es wird natürlich gemacht teilweise und dann eben aus der Eigenfinanzierung heraus. Also die Frage nochmal, haben wir einschneidende Veränderungen, die eine Anhebung außerhalb des Preisindexes rechtfertigen würden? Die Rechtfertigung würden die Anhebung der absoluten Obergrenze. Und dazu kann man eigentlich, so wie Frau Schönberger es ja auch gesagt hat, sagen, na ja, so klar dargelegt ist es in der Begründung des Gesetzesentwurfs jedenfalls nicht. Es gibt keine Berechnungen dazu, keine genaueren Zahlen, dass es die Parteien wirklich aus diesem Grunde in finanzielle Nöte, sage ich jetzt mal, bringt. Die Funktionsfähigkeit der Parteien ist nicht eingeschränkt. Das war ein Kriterium, was das Verfassungsgericht in seinem Urteil genannt hat.
und die Art und Weise des Verfahrens, die ja auch das im Urteil zu finden sind, bei einer Anhebung der Obergrenze außerhalb der Indexierung, die ist auch nicht eingehalten worden. Die findet sich aber auch gerade nicht im Gesetzentwurf. Das ist ja das Überraschende. Ne? Im Gesetzentwurf ist zitiert worden, welche Bedingungen das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat zur Anhebung, aber nur in Bezug auf die Indexierung, eben nicht auf die Anhebung außerhalb dieser Indexierung bei Änderung einschneidender Maßnahmen, nämlich das, was ich eben auch schon angesprochen hatte, dass man in diesem Falle auf jeden Fall Sachverstand einholen sollte über eine Kommission oder über andere Art und Weise, weil es eben eine deutliche Veränderung mit sich bringt. So, dann kommen wir jetzt zu Herrn Dr. Stretmanns. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Linke gehört, das ist ja klar, zu der Kritikerin des Verfahrens und des Inhalts des Gesetzesvorhabens. Und die Frage an Dr. Koss ist deshalb, Sie haben in Ihren einleitenden Worten auf die AfD Bezug genommen und den von der AfD geführten Wahlkampf in den sozialen Medien. Und daran schließen sich für mich schließlich die erste Frage an. Wenn dieser Wahlkampf so erfolgreich war, braucht man dann überhaupt für die Arbeit in den sozialen Medien mehr Geld? Oder reicht vielleicht sogar eine Umwidmung von Ressourcen aus dem Printmedienbereich aus, um das aufzufangen? Beziehungsweise brauchen wir dann nicht in diesem Bereich der sozialen Medien auch insgesamt mehr Transparenz wegen der Gefahr der Manipulationen in diesem Bereich? Social Bots und Ähnliches wurde schon angesprochen. Das war die erste Frage. Die zweite Frage. Die Fraktionen des Bundestages erhalten ja insgesamt Mittel zur Unterstützung ihrer Öffentlichkeitsarbeit, die allein die parlamentarische Tätigkeit zum Gegenstand haben darf und keinesfalls als Parteienwerbung genutzt werden darf. Da gibt es deshalb strengere Regelungen. Bis zu welchem Zeitpunkt vor der Bundestagswahl die Fraktionen überhaupt noch Mittel für Öffentlichkeitsarbeit verwenden dürfen? Das hat ja einen Hintergrund, einen historischen. Die FDP hatte in dem Bereich mal überzogen. Nun ist im Bereich der Social Media mit Absicht häufig ununterscheidbar, ob ein Promi in einem YouTube-Video als Partei- oder Fraktionsvorsitzender sich an die Wählerinnen und Wähler wendet. Wenn die Parteien also mehr Geld für ihre Social-Media-Auftritte erhalten, müsste dann nicht auch bei den Fraktionen auf eine Regelung geachtet werden, sei es im gesetzlichen Bereich oder untergesetzlichen Bereich, wie dort genau agiert werden darf? So, das waren die beiden Fragen. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Fragen. Zu den Kosten der Digitalisierung. Ich denke, ich will mal anders anfangen. Ich würde Herrn C. tatsächlich zustimmen. Das Gesetz ist eigentlich gar nicht substanzhaft genug, um es so ausführlich zu diskutieren. Das stimmt, weil es gibt auch einfach keine Substanz. Ich sehe das aber eher als Problem an. Es ist einfach mal unklar. Eigentlich kann ich diese Frage Ihnen seriös nicht beantworten. Und darüber müsste man sich unterhalten und dazu müsste man ein Verfahren dieser Reform organisieren, das den Verfahrensansprüchen des Bundestages und des Politikfeldes Parteienfinanzierung, das möchte ich vielleicht eingangs wirklich noch mal wiederholen, genügt. Das gesagt, habe ich den Eindruck, auf einer etwas kurzfristigen Übersicht über die Literatur, die es dazu gibt, übers Wochenende eben, dass die Einsparungen die Kosten überwiegen, nach meinem Dafürhalten mit allen Vorbehalten. Ja. Einfach weil sie im Internet und in sozialen Medien im Allgemeinen wahrscheinlich eher ein Thema als Geld brauchen, um Publizität zu erzeugen. Sie haben dann auch gefragt nach der Regulierung des Ganzen. Und da glaube ich, dass das tatsächlich nicht genuin mit dem Feld der Parteienfinanzierung in Einklang zu bringen ist. Einfach deshalb, weil wir da einfach ein Stichwort Fake News, Social Bots, was Sie angesprochen haben, weil wir da einfach im politischen Diskurs sind. Ja, das einzuhegen ist sicherlich eine Aufgabe des Gesetzgebers. Das auch noch mit dem Parteiengesetz zu tun, halte ich für nicht zielführend, sagen wir so. Die Fraktionsmittel als Ihre zweite Frage. Ich glaube, dass die
das Phänomen der Digitalisierung jetzt noch mal einen weiteren Schritt dazu beiträgt, diese formal-juristische Trennung zwischen Fraktions- und Parteienfinanzierung noch ein Stück weiter ad absurdum zu führen. Es soll ja Pläne einer Fraktion im Bundestag zu einem sogenannten Newsroom geben. Ich denke, dann wird das Ganze einer weiteren juristischen Überprüfung unterzogen, die dann wahrscheinlich wieder ausgeht wie das Hornberger Schießen. Da kann ich einfach nur sozusagen dazu appellieren, politische Probleme auch stärker politisch anzugehen und sich da möglicherweise von Fiktionen zu befreien, die einem dann immer wieder auf die Füße fallen. Das ist ja so das Kernargument meines Beitrags. Ja. Ich habe kein Problem mit dieser Erhöhung, aber mit der Tatsache, dass die singulär dasteht und prozedural durchgedrückt wird, glaube ich, hat man es hier mit einem Trick 17 mit Selbstüberlistung zu tun, der insbesondere den Urhebern dieses Verfahrens auf die Füße fallen wird. Das ist mein Punkt. Dann kommen wir für diese Runde abschließend zu Frau Hasselmann. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen. Kurze Vorbemerkung. Aus meiner Sicht ist die staatliche Teilfinanzierung eine der Errungenschaften und elementarer Bestandteil unserer Demokratie. Ich sage das auch deshalb ganz bewusst, weil wir als Fraktion und Partei diesen Grundsatz so sehr verteidigen, auch gegen Parteien- und demokratieverächtliche Debatten und Einstellungen, die im Kontext der Parteiengesetzänderungen sehr oft seinen Niederschlag in der Öffentlichkeit finden. Wir haben darüber ja auch hier gerade schon gehört. Zweiter Punkt. Ich hätte mir gewünscht, dass das Thema Parteiengesetz dann auch in Gänze betrachtet worden wäre. Das ist auf Kürze der Zeit und im Vorschlag der Koalitionsfraktionen nicht vorgesehen. Mehr Transparenz, klare Regeln beim Sponsoring, die Frage der Obergrenzen, was Veröffentlichungspflichten angeht. Den Goldhandel für die AfD haben wir schon verboten bei der letzten Parteigesetzänderung, aber auch über dubiose Vereinsfinanzierungsfragen hätten wir zu diskutieren. All das ist nicht Gegenstand des Gesetzentwurfs. Nun meine beiden Fragen zum Gesetzentwurf 192509 an die Sachverständige Professor Dr. Schönberger. Erste Frage. Sind im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes aus Ihrer Sicht eigentlich hinreichende Fakten, und das müssten ja wesentliche Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, darauf haben mehrere der Sachverständigen gerade rekurriert, valide vorgetragen, die verfassungsrechtlich eine Durchbrechung des alten Deckels rechtfertigen? Das ist meine erste Frage. Meine zweite Frage. Sowohl in der Einbringungsdebatte des Deutschen Bundestages als auch hier zum Teil von Sachverständigen wird immer wieder so argumentiert, 2015 sei die letzte Änderung erfolgt. Da sind die Zuwendungssätze um rund 20% erhöht worden. Damals war eine der Begründungen, weil ja öffentlich ist ja eine Erhöhung nie besonders vertretbar, also oder kommt nicht ohne Widerspruch rüber. Damals war eine der Begründungen, ja, aber wir haben doch die absolute Obergrenze. Jetzt ist das knapp 3 Jahre her und man geht jetzt sozusagen hin und erhöht um 25 Millionen. Und von daher tut man jetzt so, als müsse man zwangsläufig erhöhen. Und deshalb noch mal meine Frage, das Bundesverfassungsgericht hat doch die relative Obergrenze und die absolute Obergrenze unabhängig voneinander begründet und nicht in einen Kausalzusammenhang gesetzt, wie das jetzt die Begründung und auch die Aussprache im Parlament durch die Koalitionsfraktion deutlich gemacht hat. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich fange mit der zweiten Frage an, weil das etwas aufgreift, was mich hier in der Debatte tatsächlich etwas irritiert hat, nämlich die absolute Obergrenze tut im Moment genau das, was sie soll. Sie kappt nämlich den Betrag
Und zwar auch dann, wenn die Einzelzuwendungshöhen eben schrittweise angehört worden. Sie macht genau das, was das Bundesverfassungsgericht verordnet hat. Sie sagt, ab irgendeinem Betrag ist Schluss, selbst wenn ihr an den einzelnen Zuwendungszahlen vielleicht noch flexibel etwas machen kann. Insofern habe ich auch das Plädoyer von Herrn Brenner eher als ein Plädoyer gegen die absolute Obergrenze verstanden. Aber die ist eben vom Bundesverfassungsgericht meiner Meinung nach aus sehr guten Gründen genau dafür entwickelt worden, um genau diese schrittweise schleichende Anhebung, erst erhöhe ich mal die Sätze, dann erhöht sich natürlich die rechnerische Gesamtsumme und dann sage ich, oh, jetzt muss ich aber noch die absolute Obergrenze erhöhen. Um genau diesen Mechanismus zu verhindern, hat das Bundesverfassungsgericht diese absolute Obergrenze entwickelt. Sie tut genau das, was sie soll. Auch in dieser Höhe, ja. Also die soll für alle Zeiten bleiben. Sie ist ja angepasst worden, sie ist nicht auf dem Stand von 1992, sie ist dieses Jahr um 2,2% erhöht worden. Also es ist nicht so, dass wir einen eingefrorenen Betrag auf dem Stand von 1992 haben, sondern sie wird angepasst an die normalen Preissteigerungen und tut genau das, was sie tun soll. Die Frage, und das führt mich dann zu Ihrer ersten Frage zurück, wie ist das mit besonderen Umständen? Da hat das Bundesverfassungsgericht sich sehr klar geäußert. Einschneidende Veränderungen der bestehenden Verhältnisse müssen vorliegen. Und es darf auch im Endeffekt nur das Mindestmaß gegeben werden, was zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit unerlässlich ist. Das heißt nicht, dass man die absolute Obergrenze nicht erhöhen könnte. Und ich bin hier die Letzte, die gegen die staatliche Parteienfinanzierung argumentieren will. Die ist in der Tat auch meiner Ansicht nach eine große Errungenschaft. Aber es sind hier eben hohe prozedurale Hürden vom Bundesverfassungsgericht gesetzt worden, gerade eben vor diesem Hintergrund des Dilemmas, dass diejenigen, die von den Zahlungen profitieren, denn das Geld landet erstmal bei den Parteien, auch wenn es nicht in den Privattaschen von einzelnen Parteimitgliedern landet, das hat niemand behauptet. Aber es gibt eben eine institutionelle Verquickung zwischen den Profiteuren der staatlichen Parteienfinanzierung und den Entscheidungsträgern. Und um genau dieses Dilemma zu lösen, wir haben in der Demokratie keine andere Lösung, wir können es nicht einfach alles den Experten geben. Am Ende müssen die Parlamentarier darüber entscheiden. Aber damit da kein Ungleichgewicht entsteht, damit dieses Dilemma irgendwie verfassungsrechtlich eingefangen wird, gibt es diese absolute Obergrenze und gibt es eben dann prozedurale Pflichten, um besonders gut und besonders intensiv zu begründen, warum diese besonderen Verhältnisse sich geändert haben. Ich bin inhaltlich noch nicht davon überzeugt, dass das tatsächlich vorliegt, kann es aber tatsächlich, und Herr Koss hat das ja auch ganz gut gesagt, auf der Grundlage dieses Gesetzesentwurfs letztlich auch nicht beurteilen. Es gibt überhaupt keine Zahlen, es gibt überhaupt keine Beispielrechnung. Es gibt nur dieses, oh, es werden ja 25 Millionen Euro weggekürzt, die legen wir jetzt einfach mal drauf. Es gibt also überhaupt keine Verbindung zwischen der Behauptung der veränderten Verhältnisse und der konkreten Erhöhung der Summe. Und das wird den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls nicht gerecht. Gut, dann haben wir auch noch ausreichend Zeit für eine weitere Fragerunde. Ich blicke nach rechts zur Fraktion der CDU. Ansgar Heveling, bitte. Vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Professor Brenner. Zunächst die erste Frage. Frau Dr. Merten hat ja in ihren beiden Statements, beziehungsweise im Statement in der Beantwortung der Frage, sinngemäß darauf rekurriert, es seien eben wesentliche Punkte, die als Begründung für die Anhebung der absoluten Obergrenze jetzt dienen sollen, im Parteiengesetz nicht ausreichend geregelt. Um salopp zu sagen, es müsste jetzt eigentlich erst die Leistung erbracht werden im Parteiengesetz und dann das Geld entsprechend nachfließen. Da möchte ich doch noch mal nachhorchen zu Ihrer Position, denn es geht ja gerade darum, dass das für uns die elementare Begründung ist, die wir im Gesetzentwurf wiederfinden, dass sich eben die Verhältnisse geändert haben. Und ob da eben nicht eigentlich die Aussagen des Artikel 21 des Grundgesetzes schon ausreichend sind, die ja davon sprechen, dass die innere Ordnung der Parteien demokratisch sein muss, aber wie das dann eben letztlich im Präzisen ausgeführt ist, ist das wahrscheinlich ja so, dass es da auch eine Bandbreite gibt. Also da würde ich Sie bitten, noch mal darauf einzugehen, um zu klären, ob das, was eben jetzt hier in der Begründung des Gesetzentwurfs steht, ausreichend ist, um das tatsächlich zu tun. Die zweite Frage
ja, geht ein bisschen auf das ein, was Herr Professor C. gesagt hat, als er von der Guillotine sprach, die die Parteien lähmt, auf eigene Aktivitäten zu entwickeln. Jetzt setzen wir mit einer Begründung die absolute Obergrenze ein Stück weit hinauf. Damit machen wir die Guillotine sicherlich stumpfer, aber die Frage ist, ob wir die Klinge damit endgültig wegnehmen. Und darauf zielt meine Frage. Sicherlich reicht das, was wir jetzt regeln, vollkommen aus, um in der Situation auch wohl begründet die entsprechende Anhebung vorzusehen. Aber ist die Frage nicht, müssten wir eigentlich nicht mehr tun oder eben eine abstrakte Matrix finden, um für zukünftige Entwicklungen entsprechend auf abstrakter Ebene Regeln gefunden zu haben. So, dann kommen wir direkt zur Beantwortung der beiden Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Heveling, ich bin Ihnen vor allem für die erste Frage dankbar. Es ist ja hier immer so im Raum mittelbar geäußert worden, dass wir erstmal das Parteiengesetz ändern müssten, um irgendwelche partizipativen Formen gewissermaßen zu legitimieren oder vor dem Auge des Grundgesetzes als verfassungsmäßig auszugestalten. Das ist natürlich nicht so. Es sind ja bekanntlich die Parteien als Vereine organisiert. Und solange die Vereine den Vorgaben des Vereinsgesetzes und vor allem den Vorgaben des Parteiengesetzes und insbesondere den Vorgaben des Artikels 21 des Grundgesetzes Rechnung tragen, kann doch der Gesetzgeber nicht vorschreiben, wie ich parteiintern die Meinung bilde. Solange also die Willensbildung von unten nach oben in den Parteien stattfindet, keine Führerpartei entsteht, solange demokratische Grundsätze in den Parteien verwirklicht werden und gelebt werden, die auch im Parteiengesetz ausformuliert sind, solange ist doch alles verfassungsrechtlich in Ordnung. Wir brauchen doch jetzt nicht im Parteiengesetz niederzulegen, wie sich die Meinungsbildung in den Parteien zu vollziehen hat. Das ist doch von der Gestaltungsfreiheit, von der Vereinsfreiheit der Parteien mit umfasst. Wir wollen, auch wenn es typisch deutsch ist, doch bitte nicht auch noch regeln, wie die Parteien die Meinungsbildung von unten nach oben und in welchen Formen zum Tragen bringen sollen. Das würde, meine ich, viel zu weit gehen und wäre, glaube ich, auch mit dieser Vorgabe des Artikels 21 des Grundgesetzes gar nicht vereinbar. Der sagt ja, dass die Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Aber wie sie das machen, in welchen Formen sie das machen, ob in partizipativen Formen, mit Mitgliederbefragung, wie auch immer, das muss doch bitteschön den Parteien überlassen bleiben und kann nicht durch das Parteiengesetz dann auch noch ausbetoniert werden. Ich glaube, da würden wir den Parteien keinen Gefallen tun, wenn wir ihnen ein solches Korsett anlegen würden, das auch im Gesetz noch drinsteht, wie sich diese Meinungsbildung in welchen Formen vollziehen soll. Das war Ihre erste Frage, Herr Eveling. Also klare Antwort, eine Novellierung ist nicht erforderlich, um möglicherweise diese Anhebung der absoluten Obergrenze zu verwirklichen. Die Begründung hierfür ist deswegen ausreichend. Es muss also nicht erst mal im Parteiengesetz gewissermaßen der Boden bereitet werden, damit diese Begründung hier tragfähig wird. Die zweite Frage betraf dann die Perspektiven für die Zukunft, die Sie angesprochen haben. Ich meine, dass wir uns alle klar sein sollten, dass die Parteien in der Bundesrepublik Deutschland eine ganz wesentliche Funktion haben. Und ich habe manchmal den Eindruck, diese Funktion wird hier ein bisschen kleingeredet. Wir reden hier über eine Summe, die absolut überschaubar ist. Und diese Summe, die wird ja nicht, wie es zu Recht gesagt wurde, in die Taschen von irgendwelchen Funktionsträgern vergeben, sondern dient dazu, dem Verfassungsauftrag des Artikels 21 Rechnung zu tragen. Und deswegen ist das jetzt eine singuläre Frage, ob diese absolute Obergrenze erhöht wird. Eine andere Frage wäre, ob man in einer grundsätzlichen Novellierung des Parteiengesetzes möglicherweise in Zukunft mal überlegt, wie für die nächsten 20, 30 Jahre die Parteienfinanzierung in Deutschland ausgestaltet sein sollte. Aber da wird auch immer zu berücksichtigen sein, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und ich würde mich da, glaube ich, allen Sachverständigen hier anschließen, dass die Ausgestaltung der Parteienfinanzierung, so wie wir sie in Deutschland im Moment haben, eine gelungene ist. Wir wollen doch bitte schön nicht das Parteigeschehen hier in der Bundesrepublik Deutschland in die Hände von irgendwelchen Solventen
Industriellen geben, wie das in anderen Ländern, Herr C., Sie haben es angesprochen, der Fall ist. Bitte schön, nicht, das will doch keiner. Und wenn wir das nicht wollen und wenn wir die Parteien, so wie sie jetzt im Moment ausgestaltet sind und ihre Verantwortung und Verordnung im Volk haben, wenn wir die weiterhin so haben wollen, dann meine ich, muss uns das auch etwas wert sein. Und diese 25 Millionen, über die wir hier reden, meine ich, sind doch das Geld wert. Wir investieren das doch in die Parteien, in deren verfassungsrechtliche Pflicht und Aufgabe an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Und mir kommt diese Kritik, die hier geäußert wird, manchmal ein bisschen kleinkariert vor, weil wir das Geld doch nicht mit offenen Händen hier zum Fenster rauswerfen, sondern dafür Sorge tragen wollen, dass die Parteien auch weiterhin an der Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung teilhaben wollen und dafür eintreten wollen. Und dass das nicht für 0 Euro zu haben ist, das muss doch jedem hier klar sein. Deswegen auch hier die klare Antwort. Ich halte diese Anhebung für absolut verfassungsgemäß, für hinreichend begründet. Wenn der Bundestag irgendwann mal ein größeres Fass aufmachen will und das Parteiengesetz, die Parteienfinanzierung neu durchdenken will, auf neue Beine stellen will, dann kann er das natürlich jederzeit tun. Aber diese singuläre Erhöhung würde, glaube ich, nicht den Raum bieten, um jetzt dieses große Fass tatsächlich aufzumachen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir kommen dann zur Fraktion der AfD. Herr Seitz. Vielen Dank, Herr Professor Schachtschneider. Zwei Fragen an Sie von meiner Seite. Die erste Frage bezieht sich auf die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Änderung der absoluten Obergrenze nach Maßgabe der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wir brauchen hierfür ja gravierende, einschneidende Veränderungen in den tatsächlichen Verhältnissen. Das geht sicherlich nicht so weit wie ein Wegfall der Geschäftsgrundlage, aber wir müssen doch schon deutliche Änderungen haben im Aufgabenfeld einer Partei, die notwendig sind, um im politischen Wettbewerb zu bestehen. Und da ist meine Frage, ob es denn ausreichen kann, dass hier einfach hier im Gesetzentwurf pauschale Behauptungen über zusätzlichen Finanzbedarf für neue Aufgabenfelder ausreichen können oder ob das in der Tat einer wissenschaftlichen, tragfähigen Aufarbeitung bedarf. Also ein ganz einfaches Beispiel, hat man früher 500.000 Mitglieder anschreiben wollen, hat man Briefe verschickt mit dem entsprechenden Aufwand, heute verschickt man 100.000 Briefe und für die anderen 400.000 Mitglieder genügt ein Mausklick, weil die das per E-Mail bekommen. Also das heißt, ich habe ja dann auch Bereiche, die abschmelzen. Und das Zweite ist, ich glaube, der Herr Brenner hat in der Antwort mehr vernebelt als erklärt. Es geht ja nicht darum, was Parteien dürfen, sondern darum, was der Staat finanzieren muss. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch auf den Wettbewerb der Parteien abgestellt, dass sie sich eben dem Wähler stellen müssen und auch mit den Ergebnissen leben müssen. Und heißt das nicht auch, dass die Parteien eben Schwerpunkte setzen müssen, wofür sie ihr Geld ausgeben wollen und eben nicht breit alles das bespielen können, was vielleicht möglich ist? Und nach dem Motto, wir wissen zwar nicht, was das Beste ist, aber dann nehmen wir einfach mal alles und der Staat soll das bezahlen. Die zweite Frage ist ein bisschen komplexer. Ich gehe mal aus, in der Entscheidung von 1966 zur Parteienfinanzierung hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot postuliert der kompletten Finanzierung der politischen Arbeiterparteien. Daraus folgt dann unser heutiges System mit der offenen Parteienfinanzierung durch die staatliche Teilfinanzierung und der verdeckten Parteienfinanzierung durch die Finanzierung der parteinahen Stiftung. Die Mandatsträgerabgaben lassen wir mal etwas weg. Und dann ist die Frage, ist die ganze Diskussion um die Obergrenze hier nicht eigentlich ein riesiger Etikettenschwindel? Weil in die echte Obergrenze müsste ja auch die weitaus um ein Vielfaches höheren Leistungen an die parteinahen Stiftungen mit einbezogen werden. Also haben wir hier nicht längst staatliche Parteien, die ganz überwiegend sich nur noch aus dem Staatstopf, aus Steuergeldern finanzieren? Und ist es hier nicht auch manipulativ, wenn Parteien zunächst einmal die Stimmenwerte für die erzielten Stimmen erhöhen, was natürlich dazu führt, dass die Unterdeckung der Obergrenze zunimmt und dann im nächsten Schritt sagen, so und jetzt müssen wir das wieder ausgleichen? Man könnte nämlich alternativ auch sagen, weil das Stück vom Kuchen kleiner geworden ist, sind wir jetzt gezwungen, den Kuchen zu erhöhen, um eben nicht das, was das Bundesverfassungsgericht wollte, nämlich das Wahlergebnis dann auch finanziell dann entsprechend erdulden zu müssen. So, dann geht er bitte direkt in die Beantwortung. Danke. Ich darf noch mal sagen,
Der Gesetzgeber hat immer die Möglichkeit der verfassungsändernden Gesetzgebung. Das steht über dem Bundesverfassungsgericht, dass er diese Ordnung geschaffen hat, ohne jede Grundlage. Das ist für mich ein wichtiges Anliegen, das auf eine Grundlage zu stellen. Aber wenn man § 1 Parteiengesetz anschaut, also den ich nicht kritisieren möchte, nicht, wonach die Parteien ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind, ja, und dass sie mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe erfüllen, ja. Und da teile ich die Auffassung von Herrn Brenner, das bedarf natürlich der Finanzierung. Und die vermeintliche Abhängigkeit vom Staat ist vielleicht nicht so schlimm wie die undurchsichtige Abhängigkeit von dem, was ich Plutokratie nenne. Denn ich bin schon der Meinung, dass wir in der Gegenwart nicht in einer Demokratie leben, sondern in einer Plutokratie. Ich erinnere da an Oswald Spengler. Und das, dem entgegenzuwirken, ist gerade eine Frage der Finanzierung. Und wenn diese Aufgabe besteht, und da geht es im Wesentlichen darum, die Bürgerschaft einzubinden in den politischen Diskurs, dann bedarf das auch der Finanzierung. Aber die muss eben eine Grundlage haben und muss transparent sein. Und da liegen ja gerade auch Probleme in der Pauschalierung. Also ich muss ehrlich sagen, die Summe, die jetzt genannt wird, irritiert mich auch nicht. Ja? Herr Schachtschneider, ich hätte noch eine Zwischenfrage. Ja. Vielleicht geht es nur mir so, aber können Sie vielleicht mal erläutern, was Sie jetzt hier bei Ihren Ausführungen mit dem Begriff Plutokratie eigentlich genau meinen, was Sie jetzt genau darunter verstehen? Mir erschließt sich das nur bruchstückhaft und ich denke, fürs Protokoll wäre es auch ganz gut, wenn wir das einfach machen. Gut, gerne. Ich sage nur, Plutokratie, das heißt, dass die Reichen und der Abstand zwischen der breiten Bevölkerung im Vermögen und im Einkommen zu den wenigen in der Welt und in Deutschland, die außerordentliche Gewinne durch das gegenwärtige System haben, nennt man die Reichen allgemein. Und das ganze System ist vermittelt über die Medien dann eine Plutokratie. Das ist eine Bezeichnung, die sehr staatsrechtlich üblich ist. Gut, darf ich da weiterführen? Das politische Engagement der Bürger muss gestützt werden, ist Sache der Parteien, denn Parteien sind Bürgervereinigungen, aber das setzt auch voraus die Offenheit der Parteien für die Bürger, das setzt auch voraus innere Demokratie in den Parteien, steht ja auch im Grundgesetz, darum ist es nun wirklich mehr als schlecht bestellt. Der Sache nach wurde schon immer diskutiert, haben wir ein System der Führung und Gefolgschaft in den Parteien, mehr und mehr. Man sieht es ja auch an der konkreten Politik in Deutschland. Der Bundestag ist zum Beispiel Angela Merkel nicht in den Arm gefallen, als sie die Grenzen offen gehalten hat. Das ist Führung und Gefolgschaft. Und das alles gehört mit dazu, um mit gutem Gewissen die Parteien vom Staat finanzieren zu lassen. Dann näher hin zu Ihrer Frage. Zunächst ist ja völlig augenscheinlich, warum man mehr braucht, weil ja eine Partei, die früher Volkspartei genannt wurde, doch durchaus in finanzieller Not ist, weil sie nicht mehr so viel vom Kuchen abbekommt wie früher. Und sie hat ja einen großen Apparat, der finanziert werden will. Aber notwendig ist wegen der Transparenz die Orientierung an den wirklichen Kosten. Das Bundesverfassungsgericht hat ja zu Recht im 66er Urteil die Finanzierung auf die Wahlkampfkostenerstattung erstreckt. Also es muss auch Erstattung von Wahlkampfkosten sein. Die müssen in irgendeiner Weise realistisch nachgewiesen sein. Also, und das muss genau untersucht werden durch entsprechende Gremien, die also betriebswirtschaftlich eben prüfen mit konkreten Rechnungswesen, wie man, welche Ausgaben notwendig sind, welche getroffen wurden und welche davon notwendig sind. Daran sollte sich dann die Wahlkampfkostenerstattung orientieren und eine allgemeine pauschale Parteienfinanzierung und sei es auch nur im Sinne der Deckelung, halte ich für nicht begründbar. Ja, dieses ganze Argument der Staatsfreiheit ist völlig daneben. Das habe ich gesagt, verkennt die Staatlichkeit der Bürger und der Parteien und die, damit auch durchaus eine Notwendigkeit der Finanzierung. Ja, es ist richtig, dass im Sinne der Chancengleichheit ein fairer Wettbewerb der Parteien auch finanziell hergestellt werden muss. Ich habe dazu ja gesagt, findet ja vielleicht sogar gewisse Zustimmung, dass man nicht nur die Spenden, die Sponsoring durchsichtig machen muss und die steuerlichen Entlastungen
hat man ja begrenzt, sondern dass man überhaupt dieses Sponsoring also in Grenzen halten muss, weil das natürlich die Gleichheit der Bürger in ihrer Freiheit und damit in ihrer politischen Tätigkeit ganz erheblich einschränkt. Also es ist eine Grundsatzarbeit meines Erachtens, die hier nötig ist und die bei dieser Frage der überproportionalen Erhöhung eben dann aufgeworfen wird. So, ich finde es ja jede Sitzungswoche spannend, wie wir doch wirklich zu jedem Thema die Grenzöffnungsdebatte reinkriegen, sogar bei der Parteienfinanzierung. Das war dann der Überraschungseffekt für mich in dieser Woche. Jetzt geht es dann weiter mit der nächsten Fragenfraktion. Das ist die SPD und nochmal. Frau Vorsitzende, könnten Sie mal eine neutrale Versammlungsleitung, Sitzungsleitung hier anwenden? Wir würden das bitte gerne in der Zukunft monieren. Das dürfen Sie gerne, aber auch eine Vorsitzende darf gelegentlich mal ihre Meinung äußern. Das werde ich mir auch nicht verbieten lassen. Dann will ich eine Unterbrechung. Wir sehen das als verfahrensleitende Hinweise, um die Anhörung auf den Sachgrund zu beschränken und bedanken uns bei der Vorsitzenden zunächst. Ich möchte an Herrn Professor C. meine abschließenden Fragen richten. Entschuldigung, da möchte ich jetzt ganz explizit jetzt auch noch mal auf Sie eingehen, Frau Vorsitzende. Ich bin stellvertretender Vorsitzender. Erwarte ich, dass wir eine kurze Sitzungsunterbrechung machen und die Sache diskutieren. Frau Vorsitzende, würden Sie bitte für die Ordnung im Saal sorgen, dass ich meine Fragen ausrichten kann? Vielen Dank. Herr Professor C., ich würde Sie noch mal gerne fragen zur Systematik relative und absolute Grenze. Wir sind ja in dieser Situation nur, weil die relative Obergrenze eine überschießende Intendenz hat und die absolute Grenze dadurch reißt. Und wie sehen Sie die Funktion der absoluten Obergrenze? Das Bundesverfassungsgericht hat ja ausgeführt, dass wesentliche Veränderungen und Rahmenbedingungen der Parteiarbeit eigentlich die absolute Obergrenze tragen sollten. Sehen Sie das nicht eher als eine funktionale Grenze und weniger als eine rechnerische Grenze? Und die zweite Frage möchte ich Ihnen gerne dahingehend widmen, dass Sie vielleicht noch mal auf die Ausführungen Ihres Vorredners, Professor Schachtschneider, und die steilen Thesen noch mal eingehen, insbesondere auch auf das Argument Plutokratie, und dass dies die Parteiendemokratie anscheinend verdrängt. Da haben wir anscheinend eine verdrehte Wahrnehmung der Öffentlichkeit hier. Deshalb würde ich Ihnen insbesondere zu dem Punkt und auch zu den anderen Thesen, zu denen Sie gerne Stellung nehmen möchten, gerne fragen, was Sie davon halten. Vielen Dank. So, Herr Professor C., bitte. Zur letzten Frage will ich es kurz machen, weil ich das nicht in Gänze jetzt mich damit auseinandersetzen kann. Das Parteiengesetz und der Artikel 21 und so viele andere Regelungen verfassungsrechtlicher und parlamentsrechtlicher Art haben genau das Ziel, Plutokratie nicht entstehen zu lassen. Wir sind in einem historischen Kontext, nicht nur historische Historie von Europa, von Mitteleuropa, sondern weltweit, in dem das ein Thema ist. Und ich denke, das, was die Verfassungslage und die Gesetzeslage der Bundesrepublik auszeichnet, ist gerade, dass Plutokratie so nicht entsteht, sondern dass immer wieder eingefangen wird und gerade auch im Beispiel Parteiengesetzgebung sehr erfolgreich eingefangen wird, dass nun die, die am meisten Geld und Vermögen und wirtschaftlichen Einfluss haben, die Dinge lenken und bestimmen. Da kann man Thesen dazu haben. Wir hatten das schon mal in den 60er Jahren, wie hieß das, Stamokap, staatsmonopolistischer Kapitalismus. Nicht? Weil man kann solche Thesen natürlich immer vertreten. Wir haben ja Meinungsfreiheit, auch eine Errungenschaft besonderer Bedeutung. Ich kann nur sagen, in dem Kontext, in dem wir hier reden, hat es keinen Zweck, überhaupt zu argumentieren zum Parteiengesetz, wenn man der Meinung ist, dass dieses Gesetz nicht es schafft, Plutokratie einzudämmen, zu verhindern, jedenfalls diesen Ausdruck nicht als angemessen erscheinen zu lassen. So viel dazu. Noch eine andere Bemerkung, weil Sie gerade mit dem Verfassungsgerichtsurteil von 66 immer argumentieren, wir haben keine Wahlkampfkostenerstattung mehr. Das hat Karlsruhe selbst gesagt damals und hat deshalb die spätere Rechtsprechung anders begründet. Wahlkampfkostenerstattung, nicht, zu dem man irgendwas ausrechnen kann, wie viel man Sie erinnern sich, da gab es Wahlkampfkostenbegrenzungsabkommen, nicht, Versuche zwischen den Parteien und so weiter. Das ist vorbei. Wir haben jetzt eine Parteienfinanzierung, die auf anderen Grundlagen und anderen Motiven beruht. Und das Hauptmotiv ist eben eine Fähigkeit und damit eine Aufgabe, eine verfassungsrechtliche Aufgabe der Parteien an der öffentlichen gesellschaftlichen Willensbildung in der Form teilzunehmen, wie sie stattfindet.
Und da können wir auch nicht sagen, damit müssen wir jetzt verbleiben in den 90er Jahren oder wann auch immer, wenn wir jetzt andere mediale und kommunikative, nicht nur Techniken, sondern auch Usancen, Beteiligte und Methoden haben, dann ist es legitim, dass die Parteien dazu instand gesetzt werden, hier in adäquater Weise mitzuwirken. Und ich sage nochmal, es geht nicht um Geld und jemand besorgt sich Geld. Es geht um Personal, es geht um Leute, die das können, um Leute, die das machen. Es geht um technische Apparaturen, es geht um Strukturen. Die sind es, die finanziert werden. Und da nun immer so zu tun, als besorgt sich jemand in eigener Angelegenheit oder wie Geld, das ist unadäquat. Die Verbindungen zwischen relativer und absoluter Obergrenze haben Sie ja, finde ich, zutreffend skizziert. Hier gibt es einen Punkt, in dem ich Herrn Schachschneider gern zustimmen möchte. Die Obergrenze ist eine Erfindung Karlsruhes, was aber nicht heißt, dass die im Gesetz, also in der Verfassung ungefähr, stehen müsste. Das ist eine Erfindung Karlsruhes, nur es gibt dafür ja ganz vernünftige Gründe. Das Gericht hat geglaubt, und das kann man doch vertreten, dass man sowohl das eine wie das andere nicht zulassen darf. Also eine stark vom Staat gesteuerte und damit, ich sagte es vorhin schon, mehr oder weniger lizenzierte Betätigungsmöglichkeit der politischen Parteien, das wollen wir nicht. Und wir wollen umgekehrt eben die von Ihnen Plutokratie genannte Herrschaft des Geldes auch nicht. Und deshalb hat man diese Lösung gefunden und die passt natürlich, das haben mehrere hier gesagt, nicht immer gut zusammen, wenn die relative Obergrenze nach innen sozusagen zeigt und die absolute auf die Gesamtzahl aller Parteien im Verhältnis zu den öffentlichen Mitteln. Wenn vorausgesetzt werden muss nach den Formulierungen des Bundesverfassungsgerichts, dass sich maßgebliche Änderungen der Parteiaufgaben gezeigt haben müssen, dann kann das meiner Ansicht nach nicht so gedeutet werden, dass man warten muss, bis die Funktionsunfähigkeit der Parteien erreicht wird. Und dann ist der Beweis erbracht, dass es notwendig gewesen wäre, den maßgeblichen Änderungen Rechnung zu tragen. Sondern das ist eine, wie ich doch plädieren möchte, eine lebenspraktische, vernünftige Überlegung. Und wenn es Gründe gibt und wenn es ohne buchhalterischen Einzelnachweis Erkenntnisse darüber gibt, dass es schwierig wird, in der vorhandenen kommunikativen Situation ausreichend mitzuwirken, dann reicht das meiner Ansicht nach und dann gibt es über das hinaus keine Darlegungspflichten des Gesetzgebers, wo er mithilfe von Studien, Gutachten und Berechnungen nun nachweisen müsste, wie genau und welcher Betrag ganz genau von welchem Computer verbraucht und erzeugt wird. Das ist nicht nötig. Insofern reicht meiner Ansicht nach diese Begründung aus und reicht sie auch aus unter den methodischen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts. Da gibt es ja in den letzten Jahren einige Entscheidungen, auf die man achten muss. Aber meiner Ansicht nach ist das hier innerhalb des Beurteilungs- und Einschätzungsbereichs des Gesetzgebers. Danke. So, dann kommen wir zu Herrn Dr. Ruppert, bitte. Ja, vielen Dank. Ich stelle nur eine Frage, die sich aber an Frau Professor Schönberger und Frau Dr. Merten richtet. Man kann ja die Gesetzesänderungen des Jahres 2015 als eine Art Vorbereitungshandlung der Gesetze, die wir jetzt vor uns liegen haben, betrachten. Damals hob man die Leistungsumfänge an, die dann an die Obergrenze stießen. In der Begründung allerdings ist ein gewisser intellektuell beleidigender Zirkelschluss über die Funktion damals der Obergrenze, heute der Frage, wie diese Leistungen wirken. Aber meine Frage geht dahin, ist das denn wirklich verfassungswidrig? Sie sagten in Ihrem letzten Satz, Frau Schönberger, dass das verfassungswidrig sei. Ich finde, es ist eine Ungeheuerlichkeit, wie die SPD und die CDU-CSU mit den Rechten der Opposition und dem Verfahren umgegangen ist, in einer solchen sensiblen Frage, weil wir natürlich als Anhänger der bestehenden Parteifinanzierung in eine Rechtfertigungslage gekommen, die uns allein die Koalition eingebrockt hat. Aber die Frage, ist das nicht ein politisch zu beurteilender Sachverhalt und weniger ein Sachverhalt der Verfassungswidrigkeit? Bemerkenswert fand ich noch, aber das nur als Bemerkung, die Fundamentalkritik von Herrn Schachschneider an der AfD, was diese Vereinsfinanzierung, die er plutokratisch nennt, angeht, wo
wo ja wirklich eine echte Intransparenz vielleicht von den einzigen Parteien hier im Raum auch zu bemerken ist. Aber meine Frage, wie gesagt, an die beiden Vertreterinnen, Frau Professor Schönberger und Frau Dr. Merten. Ja, Frau Professor Schönberger, fangen Sie an und dann Frau Dr. Merten. Ja, vielen Dank. Mit der Verfassungswidrigkeit ist das ja immer so eine Sache und Herr Schachtschneider hat schon sehr aufs Bundesverfassungsgericht heute eingeschlagen. Natürlich sind die Maßstäbe, die ich hier als verfassungsrechtliche Maßstäbe ausgewiesen habe, die aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kommen. Die kann man wissenschaftlich kritisieren, die kann man juristisch kritisieren. Ich habe sie jetzt einfach mal als gegeben angenommen, weil das der Rahmen ist, in dem wir uns bewegen. Und meine Aussage, dass ich das für verfassungswidrig halte, ist insofern auch eine Prognoseentscheidung dessen, was ich glaube, wie das Bundesverfassungsgericht. Das Gesetz genügt dem nicht, würden Sie sagen? Und da würde ich sagen, das Gesetz genügt dem nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat klare Maßstäbe über die absolute Obergrenze aufgezeigt. Das Gesetz genügt ihm meiner Meinung nach nicht. Herr Zeh hat von Erkenntnissen gesprochen, die das rechtfertigen. Genau diese Erkenntnisse sehe ich nicht. Ich sehe Behauptungen, ich sehe Stichworte wie Digitalisierung und andere Partizipationsformen, aber gerade die Erkenntnisse, dass sich die Umstände tatsächlich so geändert haben, die kann ich tatsächlich dem Gesetzesentwurf nicht entnehmen. Und damit sind meiner Meinung nach die Darlegungslasten, die verfassungsrechtlich notwendig wären, nicht erfüllt. Ja, daran kann ich dann unmittelbar direkt anschließen. Es ist wirklich so eine Sache mit den verfassungsrechtlichen Maßstäben. Was ich ja auch ausgeführt habe, ist, dass der Gesetzgeber einen nicht unbeachtlichen Beurteilungsspielraum hat. Auch das sagt das Bundesverfassungsgericht ja immer wieder. Und deswegen hängt es einfach daran, ob diese Begründung so ausreichend ist. Da habe ich in gewisser Weise auch meine Zweifel. Aber vielleicht etwas geringer. Mein Problem, das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist tatsächlich, dass, wo man anhaken könnte, ist, dass man vielleicht nicht doch erstmal die Verfahren schaffen würde, die man braucht im Parteiengesetz. Und da möchte ich, das tue ich ungern, Herr Professor Brenner, aber Ihnen doch deutlich widersprechen. Politische Parteien sind selbstverständlich Vereine, sie haben aber eine besondere Funktion. Deswegen muss man das, was man normalerweise an Kriterien an Vereine anlegt, noch mal deutlich variieren und anpassen an das, was Artikel 21 den Parteien an Sonderaufgaben gibt. Sie haben spezielle Aufgaben und dieses wird ja ausgeführt im Parteiengesetz. Und wenn man da hineinschaut, findet man eben bestimmte Voraussetzungen nicht. Also nehmen wir mal das ganz klare Beispiel. In Paragraph 9 des Parteiengesetzes steht ganz viel drin zu Mitglieder- und Vertreterversammlungen. Und da steht drin, das zitiere ich jetzt in Paragraph 9 Absatz 1, Satz 3, die Parteien treten mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr einmal zusammen. Treten zusammen heißt eigentlich, sie kommen zusammen. Das ist das sogenannte Versammlungsprinzip, was beim Parteiengesetz und bei den Parteien nun mal gegeben ist. Und ein Online-Parteitag, um das auf den Punkt zu bringen, ist nun mal nicht ein Zusammentreten. Man kann natürlich Voraussetzungen dafür schaffen, dass man das durchaus machen kann und muss es mal den aktuellen Verhältnissen anpassen. Aber das muss man dann auch tun. Und das ist genau der Punkt, den ich nannte. Man muss doch vielleicht auch erstmal hineinschauen, dass man diese Verfahren schafft und nicht immer nur auf den Finanzierungsteil des Parteiengesetzes schauen und den immer wieder anpassen und anpassen, aber die innere Ordnung, die ganz viele Regelungen im Parteiengesetz auch gibt, nicht anpasst. Und das finde ich gerade bei diesem Gesetz, man hat jetzt eine Begründung gefunden, warum das alles teurer wird, aber hat vielleicht nicht den Gesamtkomplex erfasst. Natürlich beurteilen wir nur einen Gesetzesentwurf, der sich jetzt mit Erhöhung der Obergrenze befasst, aber man darf doch das Umliegende auch nicht außer Betracht lassen. Und deswegen ist mein Plädoyer einfach zu sagen, na ja, bevor man das Geld dafür gibt und sagt, das ist jetzt eine parteitypische Aufgabe, wir müssen das erhöhen, weil es Geld kostet, müssen wir aber die Verfahren jedenfalls im Parteiengesetz erstmal schaffen oder Klarheit darüber schaffen. Es wird ja diskutiert, kann man das jetzt schon darunter interpretieren oder kann man das nicht. Und das war jetzt nur ein Beispiel an diesem Online-Parteitag, das kann man mit vielen anderen Dingen auch tun, zum Beispiel mit der Mitgliederbefragung, also dieser Urabstimmung. Die Urabstimmung ist auch nur im einzigen Falle im Parteiengesetz vorgesehen, für die Verschmelzung nämlich und nicht für all die anderen Dinge. Natürlich haben die Parteien die Möglichkeit, Verfahren zu schaffen, aber man muss natürlich auch im Parteiengesetz das mit anpassen. Und das war einfach der Ansatzpunkt nochmal. Und da sehe ich ein bisschen ein Problem bei der Gesetzesbegründung, weil das da einfach nicht rauskommt an dieser Stelle. Und da reicht mir einfach diese pauschale Angabe, dass sich die Aufgaben verändert haben, nicht aus. Ob das Verfassungsgericht das so sehen würde, das mag ich natürlich nicht beurteilen. Das weiß man nicht. Herzlichen Dank. So, dann kommen wir zur
Fraktion der Linken. Herr Stretmanns, bitte. Schon. Ja, danke sehr, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen an Frau Professorin Dr. Schönberger. Wir hatten jetzt gerade schon explizit diese Frage der FDP zur Verfassungswidrigkeit. Da möchte ich noch mal einen Detail nachfragen. Wir haben gerade von Frau Dr. Merten noch mal die Bezugnahme auf die Gesetzesbegründung gehört. Und ich denke, wegen dieses sehr sensiblen Bereiches der Parteienfinanzierung wird das Verfassungsgericht bei einer eventuellen Überprüfung ja auch gerade auf die Begründung besonderen Wert legen. Da frage ich mich, ist Ihnen, so kurz die Vorbereitung war, es möglich gewesen, noch mal so durch eine Einsichtnahme in Rechenschaftsberichte auch noch mal den Bereich der Großspenden und Einzelspenden pro Partei damit einzubeziehen? Der wird ja komplett in der Begründung ausgeblendet. Und dazu dann die zweite Frage. Das ist ja, was ich gerade gefragt habe, schon eine Frage der Transparenz. Und die Angabe, dass Spenden ab 10.000 Euro im Rechenschaftsbericht auftauchen müssen, meine ich, spielt auch in diesem Zusammenhang in der zweiten Reihe der Begründung, müsste das doch eine Rolle spielen, dass man sagt, wenn ich ein Gesetz zur Anhebung vorlege und das begründe mit Kostensteigerungen, dann müsste ich doch auch transparenter sein in dem Bereich, der bisher namentlich überhaupt nicht aufgeführt werden muss. Ich hoffe, Sie können das so ein bisschen nachvollziehen. Also es ist tatsächlich so, dass der Gesetzentwurf, der uns vorliegt, ja wirklich nur einen sehr kleinen Bereich des Parteienrechts regelt, obwohl der Reformbedarf ja sehr intensiv diskutiert wird, immer wieder an verschiedenen Punkten. Großspenden und Transparenz sind genau die Punkte, die ja auch international für Deutschland gerügt werden. Und das ist sicherlich ein Bereich, an den man auch adressieren müsste. Insofern will ich vielleicht noch mal kurz auf etwas zurückkommen, was Herr Brenner gesagt hat. Er sagte, die Parteien haben ja gar keinen Anreiz mehr, wenn selber Mittel zu erwirtschaften, wenn es nicht vergoldet wird durch staatliche Mittel. Das ist ja nur ein sehr kleiner Bereich. Also wir haben die Wählerstimmen, die tatsächlich honoriert werden. Und dann haben wir Spenden von natürlichen Personen, die zurechenbar sind, bis zu einer Höhe von 3.300 Euro. Also so Dinge wie Großspenden zum Beispiel führen ja gar nicht dazu, substanziell, dass die Parteienfinanzierung sich erhöht und dann die absolute Obergrenze gerissen wird. Aber natürlich gibt es ein ganz zentrales Interesse der Parteien daran, solche Großspenden einzuwerben und zu bekommen, weil man dann hat man vielleicht nicht die staatliche Vergoldung, aber man hat die Mittel, die ja ganz erheblich sein können. Wie gesagt, diese ganze Frage der Transparenz, der verzögerten Rechenschaftsberichte, der Grenzen zur Veröffentlichung, das sind Bereiche, die sehr umstritten sind, wo auf alle Fälle Reformbedarf besteht, wo, wie gesagt, auch von internationaler Seite Deutschland immer wieder kritisiert wird. Und die Debatte, die teilweise jetzt geführt wurde, ob man das eine mit dem anderen nicht verquicken könnte, ob man nicht sagen könnte, man hebt die absolute Obergrenze an, wenn man dafür andere Einnahmequellen, zum Beispiel von Großspenden, kappt. Das ist sicherlich etwas, worüber man reden könnte. Aber das sind eben Dinge, die hier in dieser Kürze und Knappheit, in der einfach nur die Obergrenze bis dahin angehoben wird, wo sie greift, also genau ihre Aufgabe erfüllt, das ist hier eben alles nicht mit drin. So, dann kommen wir doch zu Frau Hasselmann. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Da wir ja mit Blick auf unseren Zeitrahmen, mache ich es ganz schnell. Auch meine Frage an Frau Schönberger. Eine Frage möchte ich noch stellen. Sowohl Sie als auch Frau Merten haben ja sehr intensiv über diese Frage Darlegungslasten oder Begründungslast, die beim Gesetzgeber liegt, gesprochen und deutlich gemacht, dass sie nicht erfüllt ist. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, wenn man mal alle Transparenz- und anderen Regelungsfragen beiseite legt, dass dieser Gesetzentwurf, der hier vorliegt, noch bis zu seiner zweiten, dritten Lesung am Freitag dieser Woche noch irgendwie verbessert werden könnte auf seine Verfassungsmäßigkeit hin, wenn man in dem Begründungsteil nachliefert oder wie auch immer, Fragezeichen?
Die Zeit ist natürlich sehr kurz. Insofern ist das so ein bisschen die Frage an die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter der Fraktionen, ob man das so kurz noch hinbekommen könnte. Meiner Meinung nach müsste man wirklich sehr intensiv nachlegen, wirklich im Hinblick darauf, wie genau haben sich die Umstände verändert und welche Kosten sind den Parteien dadurch entstanden. Ich halte es für unplausibel, dass man, wenn man da entsprechende Studien heranzieht, meiner Meinung nach muss nicht unbedingt das ein Sachverständigengremium sein. Man kann auch einfach aus anderen empirischen Quellen da ein bisschen das Ganze unterfüttern. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich allerdings, dass genau diese Grenze von 25 Millionen Euro dabei rauskommt. Insofern könnte man sicherlich mit sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit das noch verbessern. Ob es am Ende wirklich zu diesem Ergebnis führen würde, wage ich aber sehr zu bezweifeln. Vielleicht zu 50 Millionen. So, Frau Hasselmann hat es angesprochen. Wir haben zwar keine feste Zeit, aber wir haben jetzt 10 nach 12. Wenn sich keine drängenden Fragen mehr aufdrängen, ich blicke in die Runde, dann würde ich die Sitzung hiermit beenden, packt schon alles zusammen und mich ganz herzlich bedanken, auch bei den Sachverständigen für ihr kurzfristiges Kommen und die Zeit, die sie sich genommen haben. Vielen Dank.